22 Uhr, Giga Games. Ihr seid wieder live dabei hier in der Nu Media Arena. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ich kann euch versprechen, jeder von uns hier hatte, glaube ich, irgendein obskures Erlebnis dieses Wochenende. Ich zum Beispiel war Zeuge eines Überfalls. Ja, das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich wahr. Gestern Nacht wurde schräg gegenüber bei mir eingebrochen und ich habe zufällig am Fenster gestanden. Und musste dann als Zeuge bei der Polizei aussagen. Und wenn das jetzt keine perfekte Überleitung ist zu unserem ersten Thema im PC-Bereich, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Übrigens, ihr könnt das auch noch in den News in der Community genauer nachlesen. Aber Hannes, was sagst du zum Thema? Zum Thema Einbrechen? Mhm. Wie war das denn so? Hast du die Verbrecher gesehen mit ihren Brechstangen und ihren Messern und ihren Säbeln und Dolchen? Und ja, also es waren ja 10. Ja. 10 Stück? 9 hab ich halt erwischt und einer ist halt entkommen. Ja. Ja. Was soll man machen? So richtig John McClane-mäßig dann angegeben, ja, es sind nur noch einer übrig. Und, Nein, also ich hab dann die anderen hab ich verscheucht, ja, und dann habe ich gesagt, es war nur einer. Also die Polizei glaubt, es wäre nur einer gewesen. Ja. Die wahre Geschichte kennt ihr jetzt, ja. Nee, aber wir wollten ja nochmal zum Thema Einbruch zurück. Nochmal zum Thema Einbruch, genau. Ja. Wir wollten hier nämlich auch mal einbrechen in unser System. Wir haben nämlich eine wo ist sie denn? Hier. Eine absolute Preview-Version von Der Clou 2. Und ob das Spiel der Clou ist, das erfahren wir dann heute hoffentlich. Eine absolute Preview. Eine absolute Preview, ja. Also sie ist noch nicht fertig, deswegen Preview. Okay, also wir werden gleich ein bisschen Clou spielen, aber wir haben noch was, nämlich die Summoner-Demo. Mhm. Die werden wir auch nochmal anspielen. Cool. Hab noch nicht viel gespielt, aber hat mir gut gefallen, was ich bis jetzt gesehen habe. Also dieser Waldlevel sah echt ordentlich aus. Und ich war auch schon in der Stadt. Wahnsinn! Oh. Die ist gleich daneben. Cool. Na gut, werden wir dann alles heute sehen. Heute wird es also verbrecherisch und kämpferisch. Kämpferisch im PC-Bereich. So, nichts wie weg. Ich meine, hi. Nichts wie hin, meinst du? Nichts wie hin. Boah, was ist denn du? Ich sag nur, es steckt viel Spaß in. Draußen spielt der Vater mit den Kindern und dann kommt die Mutter an und sagt, wenn ich dann ins Spiel bringe. Na, was ist wohl gemein? Chips? Na, ist ja egal. Was ist gemein? Was ist gemein? Ich find's gemein, wenn er uns keins abgibt. Welche Affen? Hände weg. Das ist meins. Okay. Hebe ich mir auf für nachher. Ja, ich würde auch. Ich hab's auch verdient. So. Welche? Also ich hab mir nicht verdammt. Das wollte ich gerade sagen. Verdammt scheißen stressiges Wochenende hinter mir. Und auch heute war es sogar noch stressig. Ich bin mich, wie du ja auch weißt, auf Wohnungssuche in Köln. Und es ist eigentlich das erste Mal, dass ich mich so vehement in den Wohnungsmarkt gestürzt habe. Und ich muss sagen, lustig. Wieso? Also wirklich, gerade in Köln ist das scheinbar so gang und gäbe, dass halt 1000 Leute genau dieselbe Wohnung haben wollen. Und wenn sie die nicht kriegen, wollen sie aber genau dieselbe, die man danach auch haben will. Also sozusagen so Hobby-Wohnungssucher. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das macht auch tierisch viel Spaß. Also ich habe, glaube ich, jetzt Samstag, Sonntag, Montag war ich ja auf Wohnungssuche. Getroffen. Immer wieder dieselben. Ich so, hey Kalle, hi Klaus, ja, wie geht's Frauen, Kindern? Kein Problem. Und wie ist die Wohnung? Ja, geht so ein bisschen Kakerlake hinten links und so. Es, also sehr, sehr spaßig. Ja, wir sehen uns ja dann am Mittwoch in der Straße. Genau. Hast du schon hier Antonstraße? Ja, habe ich auch gefunden. Okay, ja, dann brauche ich ja gar nicht mehr hingehen und den ganzen Kram. Also ist richtig lustig. Wenn ich eine Wohnung habe, mache ich das, glaube ich, einfach alle in eine WG. Das wäre die Wohnlösung, ja. Die Wohnlösung. Wir sollten eine große Giga-WG aufmachen oder sowas. Was ich lustig finde, ist, und zwar, wir zocken ja heute im PC-Bereich Summoner, die Demo. Die hattet ihr ja schon vor einer Woche. Mhm. Dafür hatten wir euer Thema schon vor einer Woche. Sagt mir noch ganz schnell, was ihr heute macht. NBA Live 2001. NBA Live 2001. NBA 2001 live für die PlayStation Strike. Okay. Ich war schneller. Unglaublich. Ah, jetzt ist mir mein Kopf rausgefallen, mein Headset. So, dein Tag, Jörg. Funkgerät. Hallo, ja, und schön willkommen bei mir im Help-Bereich. Ich bin hier gerne. Hier ist schön im Help-Bereich. Vor allen Dingen immer, wenn ich einen Blick auf deinen Desktop werfen darf, das freut mich immer wieder. Gebe ich mir viel Mühe dafür. Sag mir, Jörg, du hast auch was erlebt am Wochenende. Du warst in Berlin auf einer LAN-Party. So zufällig habe ich sie besucht. Und es war ja die deutsche Meisterschaft von Satisfactory gewesen. Und wie war's? 200 Leute waren dort gewesen. 300 Leute? Mächtig, aber da waren nur 28, die Sunstrike gespielt haben. Der Rest hat alles andere gespielt, nur nicht Sunstrike. Wahnsinn. Ich hab's so gepeitscht. Da gehen 200 Leute auf die offizielle Sunstrike-Meisterschaft und 170 davon spielen alles andere, nur nicht Sunstrike. Ja, und da waren 10.000 Mark zu gewinnen für 28 Leute. Also ist ja nicht schlecht, da könnte man sich mal richtig drauf spezialisieren, Sunstrike zu beherrschen. Echt mal, ne? Haben echt gute Chancen, Geld zu machen, gell? Für Deutschland? Weißt du, bei so Counter-Strike-Turnieren oder so, da sind irgendwie dann immer 80.000 Top-Teams und alle Profis. Ich find's nur schade eigentlich. Das ist eine deutsche Firma, ein deutsches Spiel. Und dann noch in Deutschland gespielt. Also ja, was will man eigentlich was mehr? Was will man da mehr? Das ist ja vielleicht. Und dann nur 28 Leute, was ist da los? Ja, der Hammer hier. Was haben wir falsch gemacht mit Deutschland? Deutsches Spiel, deutsche LAN-Party. Nee, nee, nee.
Ja gut, aber also, gut, meine Themen. Kommen wir zu deinem, ja, wollte ich gerade fragen. Also diese traurige Was ist Mitteilung. Das? Das sind zwei exotische Gamepads, die werde ich heute ausgiebig testen. Von Speedlink, diese Shockpad und Shockpad One. Für was für ein Gerät? PlayStation. Mhm. Und den Patch für Deus Ex. Deus Ex hat wieder einen großen Patch bekommen und dann No One Lives Forever, das Map Pack und den neuen Patch da, den 1.0.2. Cool, also. Die zeige ich und mache. Schöne Themen, das ist ja eines deiner Lieblingsspiele, Deus Ex. Immer noch. Der Hammer. Der Jörg hier. Nightchen. Na, Angie, alles du klar? Du hast ja klar, bei dir auch. Du hast aber ein aufregendes Wochenende, habe ich gerade mitbekommen. Ja, es war. Meins war nicht ganz so spannend, aber sportlich. Bowling spielen waren wir. Sportlich? Ja, Bowling spielen. Kannst du Bowling? Es geht. Also, ich habe so eine spezielle Angela-Technik, glaube ich, drauf. Weil die anderen, die lassen mal so geschmeidig die Kugel rollen. Bei mir fällt die Kugel eher. Die ploppt immer so auf die Bahn. Ja, aber bei mir ist auch. Ich nehme die immer so und dann so zwischen zwei Beinen. Ja, das mache ich nicht, aber ich hüpfe mal erst, dann fällt die Kugel irgendwie noch ein paar Mal auf die Bahn, dann rollt sie langsam. Rollt was, bleibt auch kurz vorher fast stehen, aber ich mache trotzdem also, meistens Der erste Pin fällt um und wirft dann alle anderen um. Genau, perfekte so ungefähr, Technik, aber Hauptsache Strike spielen. Oder Hauptsache ich kriege meine Punkte, und sonst, ist ja egal. Ich habe gehört, du hast auch Formel 1 geguckt. Ja, nachts, wir haben durchgemacht. Das war anstrengend, aber ich meine, den Start habe ich gesehen, dann zwischendurch noch so ein bisschen, zum Schluss das Ende auch noch, aber da bin ich wieder eingeschlafen. War ja ein trauriges Wochenende wieder für die Formel Allerdings. 1. Naja, aber lass und uns. Und Häkkinen hat nicht gewonnen. Hä? Scheiße, Häkkinen hat nicht gewonnen. Häkkinen ist. Bist du Häkkinen-Fan? Ja, klar. Okay, lass uns nicht über Formel 1 reden. Sag mir noch ganz schnell die Themen. High-End und Lasagna from Heaven. Lasagna Garfield, from Heaven. Der verfressene Garfield. Garfield, stimmt. Bei Lasagne müssten wir eigentlich auch selber auf Lasagne kommen. Tschüss. Und das bringe ich gleich zu Melanie und zur Challenge. Hast du plötzlich einen Zwillingsbruder? Wieso? Mit dem Jörg? Ja, wir haben uns nicht abgesprochen. Und ich dachte, ich bin mal ganz kreativ und pack mal das Giga-T-Shirt aus, ja. Klasse Leistung, Jörg. Du möchtest bestimmt wissen, was heute gezockt wird, Tony Hawk's. Beziehungsweise, ich weiß es schon, sag es den Leuten da draußen. Ja, Tony Hawk's Pro Skater 2. Und das Zwischenergebnis haben wir uns schon. Und das Zwischenergebnis, sehr gut. Gucken, wer heute zockt, vielleicht sehen wir es jetzt schon. Hannes Etienne, 35. Welche Überraschung. Aber hallo. Tony Hawk's, ja, da bin ich mal gespannt. Gegen ich den Hannes auch, ja. Wird das, glaube ich, eine machbare Aufgabe. Und Michi, tja. Der hört gar nicht zu. Der hört gar nicht zu. Der Arsch mit Ohren bleibt im PC-Bereich. Okay. Das wollen wir noch sehen, ne? Das, noch gar das wird auf jeden Fall so sein, das sage ich dir. Denn ihr da draußen wählt natürlich für euren Lieblingsbereich und das ist natürlich der PC-Bereich. Alle Infos zu den Themen in der heutigen Sendung findet ihr natürlich auch bei uns auf der Seite auf giga.de. Karlauer, okay? Okay. Was wären wir, wenn wir jetzt die Preview-Version von Der Clou nicht hätten? Gib dir einen Tipp, Alicia Silverstone. Clueless? Der Hammer, Hannes, der war, glaube ich, schon fast, wie sagt man da, konkav. Die Karlauer-Freunde da draußen wird es sicherlich wieder freuen. Alle anderen werden mich jetzt dafür hassen, kann man nichts machen, ne? Macht nichts. Okay. Ist halt so. Ja, leider. Wir müssen mal einen Tag hier verbringen neben uns. Was da alles vom Hannes kommt, ist teilweise... Ja, so eine richtige Welle. Naja. Okay. Wir sind bei Der Clou, beziehungsweise bei Der Clou 2, die Fortsetzung zum gelungenen... Clou 1. Genau, zur gelungenen Räubersimulation Der Clou 1 von Neo, das sind Österreicher. Das heißt, die Gauner da unten haben mal wieder was verbrochen, sozusagen, und mal wieder ein Spiel geliefert, was doch ganz ansehnlich ist, und das werden wir uns gleich mal anschauen. Und ich will auf jeden Fall in die Comments vorher noch, denn die sind sehr positiv ausgefallen, hätte ich nicht gedacht. Die Leute kennen das Spiel alle anscheinend schon. Ich habe es vor dem Anspielen der Preview-Version noch nicht gekannt. Wir können mal zum Beispiel hier von Osterei, da fühlt man sich ja wie ein Panzerknacker. Hey, das Spiel ist nicht schlecht, endlich mal was anderes. Auch die Grafik überzeugt. Die Steuerung könnte zwar noch etwas ausgereifter sein, aber sonst rockt das Game. Also er kennt sich schon tierisch damit aus. Hm? Ja, naja. Nicht schlecht. Tierisch auskennen. Oder hier, auf sowas stehe ich. The Doombringer. Hi Hannes, ich finde solche Simulationen ehrlich gesagt richtig fett. Da ich von dem Spiel noch nicht wirklich viel gesehen habe, aber der Review, den du geschrieben hast, finde ich gut. Aber ich gebe diesem Spiel die Note gut, weil es eine gute Mischung ist. Okay. Vielleicht findet er es auch einfach nur gut.
Weiß man nicht. Kann sein, ja. Man ich habe ihm natürlich noch kein Review gegeben, ja nicht. Dem Spiel, sondern ein Preview. Und ich habe es auch noch nicht benotet, denn das ist nun mal eine Vorabversion. 0.99a, also knapp vor der 1.0. Und das ist eben noch nicht fertig. Die erste Meinung, das lesen wir noch mal kurz. Ja, ja, mach ruhig. Wolltest du nicht noch irgendwas? Nee, ich habe mir überlegt, bei 0.99a, es könnten theoretisch ja noch irgendwie B und C und D und E und F und so weitergehen. Genau, so ähnlich wie mit ICQ oder was da auch so. Ne? Genau. Von Patty Berlin, die erste Meinung. Hi Eddie, hi Hannes. Na, endlich mal eine doch recht gelungene Brettspielumsetzung nach all den Reihenfällen wie Spiel des Lebens und die Siedler von Katan. Davon gibt es ein Computerspiel? Von Spiel des Lebens? Echt? Hast du das auch gezockt früher? Ja, das Spiel des Lebens habe ich gezockt, klar. Ja, was wolltest du mal werden? Ich war dann immer Lehrer oder so. Steuerberater war das Beste oder sowas. Nee, Anwalt. Oder Anwalt, ja. Anwalt, genau. Anwalt war, glaube ich, nicht schlecht, ja. Hast du auch die anderen Spiele gespielt? Mancomania zum Beispiel? Mancomania? Nee, leider wo man nicht. Das Geld verlieren musste? Nee. Du hattest am Anfang 10 Millionen und so, musstest das Geld verlieren? Ach doch, das kenne ich. Ich habe immer die Werbung gesehen, die TV-Werbung, aber hat mir nie... Also Geld verlieren, weißt du, ich will Geld haben, ich will es doch nicht verlieren. Ja, ja. Nee, hat mich nicht interessiert, das Spielprinzip, auf keinen Fall. So, kein schlechtes Gameplay. Trotzdem würde ich sagen, bleiben die Siedler aus Catan in Sachen Brettspielumsetzung doch Referenz. Aber ich glaube, die hat da irgendwas verwechselt. Denn das ist keine Brettspielumsetzung, soweit ich weiß jedenfalls. Aber meine Frage, Eddie und Hannes, machen all diese Brettspiele mit der Familie am heimischen Tisch nicht mehr Spaß? Ja, also ich zocke gern mit meiner Frau, mit meinen Kindern und den Enkeln am Lagerfeuer. Ich verstehe überhaupt nicht, wie der jetzt auf Brettspiele kommt. Ich auch nicht. Es gibt anscheinend ein Brettspiel, der Clou. Aber ja? Das kennen wir nicht. Ja, gibt's aber anscheinend. Ich glaube nicht, dass das Computerspiel darauf basiert. Nee, glaube ich auch nicht. Und deswegen starten wir jetzt mal der Clou 2. Der Clou spielen. Während das lädt, können wir nochmal schnell einen Kommentar vorlesen von The Perfect. Ganz witzig. Komm schon. War schon 6 Kommentare dazu. Hier, das Spiel kann zwar kein großer Durchbruch werden, aber lustig wird es ganz bestimmt. Und Spaß wird es wohl auch jede Menge machen. Da hat er sich wohl an seine Automateneinbrüche von früher erinnert, wo er mit dem Brecheisen dann immer die Kaugummi-Automaten aufgemacht hat. Das war immer ganz lustig, genau, ja. Man sollte es auf jeden Fall probespielen, mein XOK-Mentor. Das machen wir jetzt auch. Und wir schauen uns jetzt erstmal das Intro an. Jetzt kommt ja die spannende Frage. Ja? Hast du in deinem Leben schon mal was geklaut? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Ist natürlich... Ich nehme das als Nein. Ja. Sag ich nicht. Ich wollte schon immer wissen, wo du dein Mercedes her hast. Gibt es da hinterm Bahnhof so? Okay. So, jetzt sehen wir erst ein kleines Render-Intro, was sich dann in ein Comic-Intro verwandelt. Und das Comic-Intro ist aber so uninteressant, dass wir das dann überspringen. Aber du hörst schon, oder? So die Klaviermucke, oder? Na, an was erinnert die? An der Clou. An welchen Clou? Den Film? Ja, wer spielt da mit? Das war gemein. Okay. Warte. Ja? Nehmen wir es, die Regie sagt auch nichts. Robert Redford, Paul Newman und Robert Shaw, glaube ich. Wollte ich sagen. Schau mal, der hat jetzt, glaube ich, Katze erschossen. Naja, egal. Robert Redford ist toll. Toll, ne? Vor allem in der Pferdeflüster, da war er so einflüstern. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich schon. Echt? Bei uns in der Sneak. Oh. Hammerhart, sag ich dir. 3 Stunden lang Pferdeflüsterer. Muss dir vorstellen, eine berühmte Zigarettenmarke, diese Werbung gestreckt auf 3,5 Stunden. Nicht schlecht. So, und jetzt? Was liegt da hinten in der Gasse? Nein, kein Heftchen diverser Macharten, sondern Matt Tucker in der Clue 2. Was steht da? Mit mehr Juhu. Man hat schon das Geld prasseln, das Geld klingeln in den Registrierkassen, die wir dann ausplündern werden. So. Und jetzt geht eben das Comic los, aber das ist jetzt eher uninteressant. Das wollen wir jetzt lassen. Wir fangen gleich mal das Spiel an. So. Wir sind jetzt eben dieser fett gestylte Matt Tucker, der einen riesen Kinn hat und eine riesen Locke vorne dran. Hat schon so auf den ersten Blick ein bisschen was von einem Adventure auch, gell? Ja, irgendwie schon, ja. Hier ist unser Raum. Im Hintergrund sehen wir die Stadt. Junge, aber... Aber, ne? Es ruckelt doch ein bisschen. Etwas, ja. Und man muss auch sagen, wir haben die Sichtweite schon ziemlich runtergestellt. Dahin ist alles im Londoner Nebel. Also, aber das ist eben eine Preview-Version und schauen wir mal. Wir wollen mal hoffen, dass das in der Vollversion dann behoben ist. Ja, weil ich meine, wir haben natürlich die absoluten Schrottkisten hier. Ja? Das ist, da kann man nichts erwarten, das ist klar. Ja, so, ja. Wir haben jetzt ein Brecheisen aufgenommen. Schauen wir mal, was in der Zeitung steht. Ah, was? Sie haben Sinclair geschnappt. Das kann nicht angehen, okay. Die Buchstaben sind extra so gemacht, als ob das so ein bisschen zusammengeklebt wird, gell? Weißt du, wie wenn man so Erpresserbriefe schreibt? Jetzt können wir hier einen Plan machen, aber das machen wir nicht. Wir haben jetzt erst keinen Plan. Nicht, dass ich wüsste, wie man Erpresserbriefe schreibt, ne? Ah, ja, das hast du überall gelesen. In der Sendung mit der Maus haben sie doch gezeigt, wie man das macht.
Echt? Ja, ja, haben sie mal. So, hier kann man noch eine Axt mitnehmen. Nicht, dass man die bräuchte, ja. Sag mal, läuft bei euch in Nürnberg irgendwie eine andere Sendung mit der Maus? Kennst du die nicht aus dem Internet, die Sendung mit der Maus? Nee. So, wir können jetzt hier beliebig Türen auf und zu machen. Ich glaube, die ist die einzige, die einigermaßen was bringt. Heute basteln wir mal einen Erpresserbrief. Das ist der Stefan. Der Stefan zeigt euch jetzt mal, wie man Menschen ermordet. Das ist ein Messer. Das ist aber nicht so praktisch wie eine Pistole. Und deshalb holt der Roman jetzt auch eine Pistole aus dem Keller. Aber warum denn eine Pistole? Gibt's da noch was Besseres? Stimmt, die Kettensäge. So, wir können jetzt apropos Kettensäge, nee, die finden wir hier leider nicht. Auch den Benzinkanister werden wir hier nicht finden. Aber wir können hier jetzt planlos rumlaufen. Wir machen jetzt nämlich keinen Plan. Wir laufen jetzt einfach in Echtzeit in der Stadt rum, können ein bisschen Gebäude auskundschaften, die einen Einbruch wert wären. Was ist denn jetzt überhaupt die Aufgabe? Die Aufgabe ist, die Kamera zu kontrollieren hier, dass man nicht aneckt. Nee, die Aufgabe ist, einzubrechen und Geld zu sammeln. Schau, ich habe da Cash-Anzeige, unten steht auf $3, ist ein bisschen wenig. Ja, für einen Lebemann wie mich, der will ein bisschen mehr haben. Und deswegen laufen wir jetzt mal auf die Straßen der gigantischen Stadt und hoffen, dass wir irgendwas Einbruchswertes finden. Ja. Neue Woche, das heißt neues Glück für unsere Teufelskerle, die heute Tony Hawk's Pro Skater 2 zocken. Die Highscore-Liste wurde ja letzte Woche aktualisiert oder resettet. Das heißt, wir können auch kaum Tendenzen feststellen, aber wir gucken uns trotzdem mal an. Oh, Michael liegt ganz weit vorne mit 4 Punkten hinter der Hannes und der Etienne mit jeweils einem Punkt. Vielleicht solltet ihr mal Carsten und Jörg eine Chance geben, das alles auf giga.de. Hannes und Etienne zocken heute Tony Hawk's Pro Skater 2. Und wenn ihr diesen Hannes und Etienne-Wahn endlich mal ändern wollt, dann geht auf giga.de auf den Challenge-Button ab zum Wetten. Denn ich entscheide mich heute für Carsten und Michael, für die beiden Consoleros. Denn die haben es auch mal endlich wieder verdient, im Challenge mitzuspielen oder mitzumischen. Schauen wir uns das Zwischenergebnis an. Und da sehen wir es. Hannes und Etienne mit 35% ganz weit vorne. Enter das. Das erste Mal habe ich gedacht, ein Rasierer? So laut? Boah, das ist doch mächtig, dachte ich. Hä? Kann das nicht sein? Man hört ja gar nichts mehr, was das Ding macht. So laut sind die Dinger. Ja? Dann habe ich natürlich gedacht, hä, das stimmt aber. Ist das Ding vielleicht kaputt? Habe ich natürlich den anderen angeschlossen, weil ja Interact mir die geschickt hat. Dachte, hey, probier's mal aus, test es mal ausgiebig. Und 10, das ist genauso bei dem. Das ist das Shockpad One und einmal das Shockpad normal. Die machen genauso einen Krach, man kann sich richtig rasieren damit. Seht ihr das? Das ist Wahnsinn, wie laut das ist. Dann habe ich mir natürlich gedacht, was ist los? Oh, man hört ja gar nichts mehr. Ob das vielleicht an dem Spiel liegt oder so. Oder vielleicht nur an der Konsole selbst. Mit normalen geht's. Richtig intensiv habe ich das getestet, mit zum Beispiel bei dem Spiel hier Freestyle Moto Cross. Aber nichts zu machen. Die Spiele komplett, ich habe alles verschieden getestet. Diese Vibration ist einfach verkackt. Ich darf das mal einfach so sagen. Die sind wirklich zu dämlich gewesen. Entschuldigung, dass ich jetzt einmal so offen bin. Einfach eine Vibration so zu verkacken, einfach zu verhauen. Sonst ist das Design ja wirklich gut, wenn man das mal zeigen darf, das Design. Knöpfe üblicherweise ganz normal, 10 Button. Diese Triggers hier, diese Sticks hier sind ja auch dabei. Also ist alles Schönes dabei, auch Dauerfeuer. Aber was nützt denn das, wenn das Ding so einen Krach macht beim Spielen? Das ist ja der letzte Dreck. Und im Comments-Bereich habt ihr auch eure Meinung dazu gegeben, weil ich habe da wirklich einen langen Test darüber geschrieben. Wenn wir mal da reinschauen, und dann seht ihr auch im Giga Games Help-Bereich diesen Artikel, scrollen wir da mal runter. Und zu dem Pad kann man wirklich nicht viel sagen. Einfach mehr wie testen kann man sie nicht und ein bisschen probieren, ob die Buttons gut anliegen und ob man nicht einen Krampf kriegt dabei. Das ist okay. So ist das Design ja ganz gut. Aber diese Vibration, nee. Also da war ich ja völlig enttäuscht. Aber guck mir mal, ihr sagt ja auch hier, das Ding sieht scheiße aus, riecht scheiße, ist scheiße. Na gut, das ist eindeutig, das sagt man nicht viel, aber zu viele Knöpfe, kleine, große. Dragonstar hat geschrieben. Von Speedling dieses Ding, diese 2 Pads. Dass sich doch manche Firmen getrauen, sowas rauszubringen. Ja? Das sind doch viel zu viele Knöpfe, übereinander, nebeneinander, kleine, große. Da wird man doch verrückt bei manchen Spielen, wo man ganz schnell A, B, C, C drücken muss. Naja, also das sind die Standardknöpfe. Also man soll ja nicht lügen, dass jetzt irgendwie mehr Buttons draufgeklatscht haben, als wie üblicherweise erlaubt ist. Aber darum geht's ja nicht. Aber gut,
vom Design her ist wirklich Geschmackssache. Aber zum Beispiel hier, The Gen, dieses Pad, der letzte Dreck. Ihr seid auch so krass wie ich, aber damit. Hi Jörg, also ich muss dir mal sagen, dass die Pads wirklich der letzte Scheiß sind. Es soll anscheinend eine Vibrationsfunktion geben, oder? Wo ist sie? Ich spüre nichts, so ein Scheiß. Ich habe in einem ganzen Leben noch nicht gesehen. Sonst sind sie ja ganz okay. Ganz normale Pads halt. Aber die sogenannte Vibrationsfunktion ist echt zum Kotzen. Normalerweise ist man ja wirklich verwöhnt von Sony und die ganzen anderen etwas größeren Firmen, die wirklich Pads rausbringen. Und dieses Design ist halt das gewöhnt, also das, wo man sich am meisten dran gewöhnt hat, ne? Dieses zum Halten gut. Aber wenn man schon ein Risiko eingeht und was anderes wagt mit so einem Design, dann gibt man lieber ein bisschen mehr Geld aus und sagt sich, okay, eine bessere Vibration, weil die kosten 39,99 im Handel, vielleicht ein bisschen mehr, aber ich habe den Preis gekriegt von der Firma, 39,99. Aber nee, was soll man dazu noch sagen? Eure Meinung trotzdem zu diesen Pads, ihr könnt ruhig da die Sau rauslassen und auch, vielleicht habt ihr auch gute, positive Meinung darüber. Immerhin, rein damit. Und, oder vielleicht noch an Jörg@giga4u. Genau, das ist der Ball. Der Ball ist rund. Das ist Michael, der den ganzen Tag auf Wohnungssuche war und auch am Wochenende. Aber es geht heute nicht um Michael und seine Wohnungssuche. Nein, es geht um diesen Ball. Vielleicht doch ein bisschen um Michael, weil irgendwie hat er heute sich passend zu unserem Take angezogen. Nein, Basketball ist unser Thema heute. Wir haben es eben schon erwähnt. NBA Live 2001 aus dem Hause EA. Ist das Spiel, was wir heute vorstellen werden. Ich lege den Ball mal beiseite, nehme ihn da gleich wieder in die Hand. Im Form Ball flach halten, mein Junge. Genau, immer den Ball flach halten. Das Einzige, was ich direkt vorweg schieben möchte, ist eine Sache, die mich wieder geärgert hat bei diesem Spiel. Nämlich ein deutsches Kommentar. Michael Körner, eigentlich macht er seine Arbeit ja ganz gut, aber ich weiß nicht, so im Spiel fehlt mir irgendwie immer noch sowas wie damals bei NBA Jam. So, from downtown. Du hast dich ja damals irgendwie, als der Jörg das ja vorgestellt hatte, die Retrowelle, die er damals angefangen hat zu reiten, da warst du ja auch begeisterter Downtown NBA Jam. Ja, das war okay. Seitdem einfach wissen wir alle, was Carsten wirklich will, und ich glaube, das ist dein Problem, dass du immer vom Downtown, he's on dass fire, das da nicht drankommt. Ja, ja, das ist, ich finde es ziemlich schade. Man hätte ja wenigstens eine Option reinbringen können, dass man einen original amerikanischen Kommentar haben kann. Kann man leider nicht. Man kann nur Michael Körner den Mund verbieten und einfach in den Optionen einfach den Kommentar runterdrehen. Aber hast ihn jetzt eigentlich an oder hast ihn jetzt wieder ausgelassen? Jetzt habe ich ihn, glaube ich, ausgemacht. Ah. Nichtsdestotrotz ein ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade hier schon im Freundschaftsspiel, glaube ich. Habe zwei Mannschaften ausgewählt. Kann also jetzt hier unendlich viele Mannschaften. EA, die haben natürlich wieder alle Lizenzen, alle aktuellen Clubs, Spieler und so weiter. Ich wundere mich ja, dass die Bulls so schwach sind. Naja, im letzten Jahr sind sie ja. Oder dieses Jahr sind sie auch schwach. Ich würde sagen, ein potenzieller Gegner für mich heute. Bescheiden wie immer. So. Ne, die Bulls spiele ich nicht, das ist okay. Wir spielen nachher? Also nachher. Nachher spielen Michael mal gegen mich. Du hast ja den ganzen Tag geübt, da habe ich ja, glaube ich, überhaupt keine Schnitte. Ey, was heißt den ganzen Tag geübt? Also muss dazu sagen, ich spiele jetzt gerade hier im Arcade-Mode, nicht in der Simulation. Das heißt, wenn ich nachher zufällig mit meinem Fuß ins Aus tappe, dann, und es wird nicht gepfiffen, dann ist das kein Zufall. Zufällig mit dem Fuß ins Aus, dann ist das zufällig kein zufälliger Zufall. Rein zufällig natürlich nur. Aber peripher. Ganz genau. Wenn man die Gesetze des Zufalls dazu beachtet. Und Murphy's Law. Murphy's Law. Ich meine jetzt eigentlich was anderes. Ja, die Ladezeiten sind hier schon etwas lange, aber man wird dafür im Nachhinein schon... Scheint dauert es so lange, um die Cheerleader einzuladen. Die Cheerleader. Man wird nachher auch belohnt mit einer guten Grafik und einem relativ guten Sound, abgesehen mal von Michael Körners Kommentar. Auf den hast du es aber echt abgesehen. Ich glaube, der kommt persönlich irgendwann hier hin nach Düsseldorf und haut dir einen auf die Bühne. Ja, ich weiß nicht. Auch wenn er beim DSF ist, glaube ich, ne? Michael Körner. Müsste, glaube ich. Und kommentiert dort die Basketballspiele der NBA. Aber ich weiß nicht, was er hier so abgeliefert hat. Haben wir keinen Sound oder höre ich nur nichts? Ich glaube, du hörst noch nichts. Doch, ich höre jetzt was. Drück mal auf Start. Ja, ich wollte gerade sagen, so langsam sollte man hier... Get it on, baby. Ne? Ich dachte eigentlich so... Aha, okay, hier geht's los. Die machen hier einmal Shake Hands. Achso, ich habe das Kommentar ja ausgeschaltet, deswegen kam jetzt nichts. Ich war ein wenig verwirrt, aber bevor wir jetzt wirklich loslegen... Huch. Wo war's? L2, Option. Stellen wir doch mal wieder den Kommentar an, damit ihr dann mich ganz versteht. Oben. Wo bin ich? Ganz Ach oben. Ja, lautstarke Kommentar. Michael Körner,
vom deutschen Sportfernsehen. Live on Giga Games. Genau, okay. Correct, baby. I say correct. Bestätigen wir das mal und steigen dann ins Spiel wieder ein. Huch. Gewinnen den Sprungball. Gewinnen den Sprungball. So, ich mach mal einen Dreier hier. Das hat nicht ganz geklappt. Nummer 12 mit dem Rebound. Das war ein bisschen sehr optimistisch. Das war ja schon irgendwie aus 7 Meter Entfernung. Na? Spiel durch. Da haben wir den Ball. Okay, du hast gesagt, du spielst Arcade, ne? Ja. Auf dem Weg zum Korb. Die spielt halt, wie gesagt, Arcade. Da kann man auch ein bisschen mehr faulen natürlich. Harper ist normalerweise, ich bin ja auch nicht so der Mega-NBA-Freak, aber mit dem schieße ich meistens meine Dreier und der macht das auch, muss ich sagen, ziemlich gut, glaube ich. Ich finde, die Moves sind echt gelungen bei dem Spiel. Das sieht halt immer ganz nett aus, jetzt gerade dieser einhändige Rückpass. Ja, vor allem, wenn wir nachher mal die Dunkings sehen, speziell von Shaquille O'Neal, dann sieht man wirklich, dass er das Motion Capturing doch voll zum Tragen kommt. Also das sieht wirklich schon ziemlich geil aus, wenn die da ihre Dunks machen. Na? Nummer 12. Oh. Ja, da ist gut ausgespielt, würde ich sagen. Klassisch umlaufen. Fetter Block. Allerdings. Kannst du den Kommentar ausmachen, dann übernehme ich den Kommentar. Und wieder Konzer auf dem Weg zum Korb. Und da, nein, noch ein neuer. Fatal getackelt, könnte man fast sagen. Jetzt kommt hier Shaquille O'Neal, der wird sich durchboxen, da ist er. Ah, nein. Kein Dank. O'Neal. Aber den Dunking macht er automatisch, wenn du nah genug dran bist. Wenn du, ja, wenn du länger drückst und es gibt dann auch dieses Power-Up, dass du mehr Speed hast auf R1. Da bist du dann also richtig schnell. Spielerwechsel mit X. Kann man auch hier schubsen. Hossa. Grant. Da hat man es nochmal gesehen. Wunderschönes Motion Capturing hier. Auch nochmal die Wiederholung. Ja, die PCler haben ja letzte Woche irgendwie schon die PC-Version davon gezeigt. Sah auch klasse aus, muss man ja sagen. Ne? Achso, ich wollte nochmal. Ja, die PC-Version sah noch ein bisschen besser aus. Ja. Ich wollte nochmal wieder das Kommentar runterstellen, weil Michael Körner haben wir jetzt gehört und war okay, aber kein Muss, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wenn ihr auf deutsche Kommentare steht, schreibt mir mal eine Mail an Carsten@giga4u. Aber auf Deutsch. Aber auf Deutsch natürlich. Huch, ist er jetzt über seine eigenen Füße gestolpert oder hast du ihn geschubst? Ich hab ihn geschubst. Verpiesel dich. Ah. Also gegen 5 Leute, das war aber ein bisschen sehr... Ich dachte, es wäre Shaquille, der rennt da echt durch teilweise. Echt? Naja. Shaquille. Sowieso, die Proportionen sind irgendwie ziemlich krass teilweise, aber so halt wie es in der Realität ja auch. Gib den Ball her. Die beiden zum Beispiel sind ja echt mickrig. Ja. Aber so hoch konnte ich nie springen beim Basketball. Ich auch nicht, der Korb hängt auf 3,02 Meter, glaube ich, oder sowas. Ui, jetzt erwischst du mich aber kalt. Nee, ich habe ja früher mal Basketball gespielt. Ja, ich habe früher auch Basketball gespielt, aber... Und ich muss sagen... Ich meine, wer hat das nicht? Da ist er, the master of disaster. Shaquille O'Neal. Ich habe immer versucht, ein Dunking, aber ich habe niemals irgendwie ein Dunking geschafft. Das höchste der Gefühle war halt echt so, den Ball so oben an den Ring dran zu hauen oder so. Nee, wir hatten das damals immer. Ich erinnere mich noch daran, es gab in der Dreifachhalle auch immer jeweils Körbe an den Wänden. An den Wänden, so direkt an der Wand dran, nicht direkt auf dem Hauptfeld. Oh, ich spiele gar nicht, ich erzähle dir nur. Schubs ihn. Sondern... die verliefen also so mehrere Felder quer halt, dass man die ganze Halle ausnutzen konnte. Da waren halt so kleine Wände direkt an der Wand dran. Und da haben wir uns immer mit einem Fuß an der Wand dann hoch. So haben wir dann ein Dunking gemacht. Das war eigentlich ziemlich lustig. Obwohl ich kenne jemanden, der hat sich dabei die Achillesferse gebrochen. Gebrochen? Beziehungsweise die ist dabei... Gerissen? Gerissen, genau. Autsch. Das wollte ich sagen, gerissen. Das hört sich auch ziemlich krass an. Ja, das ich habe das immer nur gehört, wenn ich mir die Bänder gerissen habe oder sowas. Ich meine, das macht auch schon richtig Peng. Aber Carsten, fällt dir eigentlich auf, dass irgendwas hier in unserem Studio müffelt? Ja, hier irgendwas müffelt. Könnte Essen sein. Kinders, das ist echt... Ich habe alles Essen schon beiseite geräumt. Also ich meine, ich habe dich ja schon die ganze Zeit im Verdacht, dass du Bohnen gegessen hast am Wochenende. Nein, oder nein, sowas. Nein. Aber nein. Also irgendwie... Nee, ich kann dir sagen, das ist entweder Jörg oder irgendwas Essensmäßiges. Im Zweifelsfall immer Jörg. Nein, nein, der Mischa kann das heute nicht sein. Die Angie. Angie ist wieder gemein zu mir. Ich lasse mich auf diese Diskussion gar nicht ein. So, Michael, leider haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Gut, ich würde sagen, bin ich ja beruhigt aus dieser Diskussion herausgerissen. Jetzt kriegen wir noch einen Dreier rein, pass auf.
Ja, das war's. Ich zeige jetzt nochmal kurz, wie es aussehen kann, wenn man von ganz hinten schießt. Das sieht ungefähr so aus. Sollte man nicht nachmachen. Fast. Lieber richtig die Punkte machen. Wir spielen gleich weiter mit Michael auch zusammen und dann sehen wir weiter. NBA Live 2001. Hannes und Etienne, unsere beiden PC- und mittlerweile auch Challenge-Spezialisten, lagen eben im Zwischenergebnis noch ganz weit vorne. Wollen wir mal schauen, ob es dabei geblieben ist. Und, jo, Hannes gegen Etienne, das war klar. Nein, Etienne. Boah, hier stinkt's. Entschuldigung, aber, boah, was war das denn jetzt? Ich dachte auch schon, als ich vorhin hier saß, wollte ich erst sagen, Moment, Jörg. Was war das? Aber das war gar nicht der Jörg, sondern da ist irgendwie irgendeine Essensbox vom Carsten, die seit 3 Jahren... Boah, das ist ja richtig ekelhaft. Ich gehe jetzt direkt wieder flüchten. Können wir jetzt mal über die Challenge reden? Ja, komm, wir reden jetzt über die Tony Challenge. Hawk, es ist so toll, dass wir endlich mal wieder gewählt worden sind. Wir beide, ja? Wir Außenseiter. Ich danke euch. Hast du Lust auch, auf Skateboard zu steigen? Ach nee, Skateboard. Ach nö. Ah, oh, Skateboard. Du doch, das so. Ah, nee. Sagst du, dich der Etienne abzockt, ne? Aber das tust du ja sowieso, hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, ich weiß nicht, also der Hannes kann das, glaube ich, überhaupt nicht. Jedes Mal. Na gut, ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Der Gamesflash am 5. März. Neuer Myst-Klon. Zu dem Adventure Schism sind 2 neue Movies rausgekommen. Dabei erinnert so ziemlich alles an das damalige Erfolgsspiel Myst. In einer 3D-gerenderten Landschaft müsst ihr herumlaufen und diverse Rätsel lösen. Die beiden Schism-Movies sind 55 und 35 MB groß und sind alleine schon der Grafik wegen den Download wert. Mehr zur Story des Spiels erfahrt ihr im PC-Bereich. Das Xbox-Geheimnis. Bill Gates wird sich auf der Tokyo Game Show erneut zur Xbox äußern. Genauer gesagt, am 30. März um 13 Uhr möchte der Microsoft-Boss ein Geheimnis lüften. Jetzt kursieren natürlich schon die wildesten Spekulationen im Netz. Gibt es etwa Probleme mit der Wunderkonsole? Mehr Infos dazu bei uns im Konsolenbereich. Summoner jetzt für PC. Nachdem wir vergangene Woche bei GIGA einen Blick auf Summoner für die PS2 geworfen haben, können sich die PC-Besitzer unter euch jetzt auch ein Bild vom Spiel machen und die Demo antesten. Als Hauptcharakter Joseph müsst ihr dann finstere Kreaturen und bösartige Dämonen beschwören und euer Dorf vor einer anrückenden Horde Orks schützen. Leider läuft die Summoner-Demo nur in 640x480. Die gute Story und die gelungene Grafik sind aber eine gute Entschädigung. Der Download ist 63 MB groß und ihr findet ihn bei uns auf der Seite. Außerdem die neue Air Command Demo, die Gerüchteküche um Jedi Knight 2 und Giants für PS2. Das alles und mehr auf giga.de. Dass wir noch leben, ist echt ein Wunder. Das war gerade so ekelhaft da drüben. Boah. Männer sind so Schweine, sag ich da nur. Wieso jetzt wieder Männer? Ich wusste, dass du mich direkt angegriffen hast. Das war Carsten. Ja, wieso Männer? Das war ist eine alte Sau. Mr. Knutschetek. Ist eine alte Sau. War es echt wieder. Das war echt ekel. Vor allen Dingen, ich habe gar nicht gerafft, dass das war ja in so einer Plastikbox, die da stand. Nichts gemacht. Ich meine, überlegt euch mal, wie das stinken muss, dass das sogar aus dieser Box rauskommt. Aber der hat es ja gerade mal ganz kurz aufgemacht. Deswegen. Was waren das? Ja, ich denke mal, verschimmeltes Essen oder sowas. Nee, verschimmeltes Essen ist Parfüm dagegen, ey. Ja, ich weiß es nicht. Der Carsten wird uns das auch hoffentlich nicht mehr zeigen, auch nichts mehr darüber erzählen. Lass uns lieber skaten, ey. Wir skaten jetzt direkt, beziehungsweise jetzt. Carsten, ey. Kann ja nicht. Oh, nö. Nee, auch noch auf Dreamcast. Immer noch hier. Karnevalsreste. Hannes, du isst das doch so gerne. Möchtest du ein bisschen was haben von dem Konfetti? Nee, das ist schon angeschimmelt, das Konfetti. Das du nimmst doch sonst alles in den Mund. Was ist denn jetzt für ein Spieler? Hast du schon gewählt? Ja, weiß nicht. Ich glaube. Drück mal. Dann den roten Knopf. Quist. Okay. Ja, nochmal. Der sieht aus wie Xavier, finde ich. Stimmt. Eigentlich ja, könnte ein bisschen blass, aber ansonsten. Freuen. Unveränderte Statistikpunkte, jawohl. So. Was machen wir denn? Ey, auf dem Dreamcast kann ich es ja gleich gar nicht. Standardkurs. Haben wir jetzt den Standardkurs? Ja, keine Ahnung. Werden wir jetzt sehen. Schon, oder? Sehr schön. So. Also ich stelle mir jetzt mal meine persönliche Latte auf, sagen wir 10.000 Punkte, okay? Ich bin links, bin ich mal der Hannes ist rechts. Hey! Und wie kommt hier gerade immer noch so eine Fahne rüber, habe ich das Gefühl. Schon 1.000, oh, 5. Das liegt immer noch an den Tanzmatten von letzter Woche. Also ich spiele natürlich vollkommen außer Konkurrenz hier, ja? Das ist, aber komm, die 10.000 schaffst du locker, Hannes. Ja, das hoffe ich doch mal.
Nein! Dann noch immer in der Pipe. Da kann mir nichts passieren. Sehr schön. Und jetzt wieder. Und euer Wochenende war sehr erlebnisreich, habe ich schon gehört. Bei dir zumindest. Das war echt gestern Nacht war spannend. Du hast wirklich beobachtet, wie da welche eingebrochen sind bei deinem Nachbarn? Ja, naja, nicht bei meinem Nachbarn, das war irgendein Laden, keine Ahnung. War das auch so mit so einem typischen weißen Lieferwagen, dann die maskierten Leute die ganze Zeit Fernseher und Stereoanlagen rausgetragen? Alles, ne? Ja, die kamen auch noch mit Präsidentenmasken. Oh ja. Aber ich überlege halt nur, ob das so schlau ist, dass ich das jetzt sage. Vielleicht suchen die mich schon. Ach, stimmt. Der einzige Zeuge. Nein, das war ja die supergeile Kombo. Nein. Aber der Tenner hat ein paar Punkte mehr als du. Naja, immerhin, ne? Ich habe jetzt 8.300, 10.000 schaffe ich schon. 50 Sekunden auf jeden Fall. Das ist ganz klar, die 10.000 sind drin. Nein! Wenn ich ein Drittel der Punkte von Metienne habe, ist das für mich schon. Normalerweise nennt man mich Mr. Manual, aber irgendwie kriege ich überhaupt kein Manual hin. Nur schlampige. Ja, 9.100. Micha, mach's doch besser! Nein! Der Micha ist aber echt gut in dem Spiel. Da kann man nichts klauen in dem Spiel. Das Board kann man nicht klauen, das kann man alles nicht. Nein! Einmal zu viel wieder. Nein, ist natürlich kein schlechtes. 17 Sekunden noch! Ich hätte richtig auf Nein! Gewonnen. Ich will aber noch ein Manual. Oh Gott, ich brauche 10.000 Punkte. Warte, ich will das nochmal. Oh, Hannes, 8 Sekunden, 7. Yes! Ja, ich hab gewonnen. Nee, gewonnen hast du nicht, aber für dich zumindest. Und Feierabend! Yes. Nein! 46.000. Boah, nicht schlecht. Aber ich muss dazu sagen, der Michi kann es richtig gut. Der Hannes, naja. Hannes. Der Hannes kann's. Der Hannes, der kann's. Der Michi hat wahrscheinlich schon ein bisschen öfter gespielt als ihr beiden. Oder zumindest als der Hannes. Naja. Oder? Michael, ja, du hast ich glaub, schon früher super auf der oft PlayStation. Gespielt. Du hast schon super oft gespielt, vielleicht sagt ich. Kriegt er ja irgendwann mal die Möglichkeit von euch da draußen. Na gut. Okay, ihr solltet jetzt auf jeden Fall noch, eure Wetten abgeben auf giga.de auf dem Challenge-Button. Diesen fetten MP3-Maker könnt ihr uns jetzt ganz, ganz einfach abluchsen. Und zwar, stellen wir hier hin, einfach auf giga.de gehen, auf den Challenge-Button zum Wetten. Ich entscheide mich für Unentschieden. Dann müsst ihr eben dieses kurze E-Mail-Formular ausfüllen, abschicken und schon geht's los. Und der wartet vielleicht schon bald bei euch zu Hause auf euch. Sieg steht heute so fest wie das Amen in der Kirche. Sag das nicht, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Hannes. Ja, stimmt. Vielleicht könnte ja eine methodistische Kirche sein oder eine. Nein, aber überleg mal, ja? Hatten wir das nicht neulich, wo ich auch schon ganz sicher an die 2 Punkte geglaubt habe und dann war irgendwas. Hey, gut, aber bei Tony Hawk, was kann man da falsch machen? Wenn man dir nicht die Augen also verbindet, wenn man dir so die zuguckt, fallen mir da spontan eine ganze Menge ein. Naja, komm. Ich kann es ja auch nicht wirklich. Ich meine, 40 Punkte, ein richtiger Tony Hawks Profi, der lacht sich schlapp, das macht er mit einer Kombo. Der ist im 7-stelligen Bereich wahrscheinlich dann nach 2 Minuten, oder? Ja, so, keine Ahnung, aber. Ich hoffe mal, wir sind jetzt bei unserem Bruch, bei unserem nächsten auch im 7-stelligen Bereich, aber wahrscheinlich sind wir eher so in der 40-Dollar Range. So, und wir schauen mal einfach, was unser Vote sagt zu dem Spiel. Würdet ihr Räuber Sims kaufen? Was bitte sind Räuber Sims? Klar, wenn sie gut sind. Nein, die sind unmoralisch oder kaufen. Wollen wir die Jabba-Lache machen? Oh, 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 oh. Ah, 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 oh, 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 ah, ah, ah. Okay, also anscheinend wissen die Leute nicht, was Räuber-Sims sind, denn 49% sagen, was bitte sind Räuber-Sims? Zum Beispiel Raub. Oder Gangsters. Oder Mafia. Oder der Clou. Oder der Clou 2. Oder Gangsters 2. Gibt's schon Raub 2? Nee. Verdammt. Wird's auch nicht geben wahrscheinlich. Ist ziemlich schlecht gewesen, ne? Aber bei Pizza Connection kann man sowas Ähnliches auch machen. Scheiße, jetzt bin ich dran. Du könntest sagen, Counter-Strike. Wo muss man da was stehlen? Wo ist denn das eine Raub? Du stiehlst dem anderen Team den Sieg. Nein, lass mal das. Aber du könntest zum Beispiel noch sagen, ja? GTA. Oh, naja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Das ist eine Autodiebstahl-Simulation. Wir versuchen jetzt mal einen kleineren Bruch.
Hier, wir versuchen mal unser Kinn zu brechen. Schau mal, das wir Kinn haben immer noch an, 3 ja. Dollar, Wahnsinn. Ja, ja, das ist richtig fett. Aber schau dir mal das Kinn an. Ja, das ist echt Jay Leno pur. Oder Schumi. Schumi, ja. So, dann machen wir die Tür auf hier. Das Interface ist so ähnlich wie in diversen Adventures von LucasArts am Ende. So, hier nochmal zoomen. Jetzt müssen wir hier rein. So, hier ist irgendwo unser Computer. Nee, der muss noch eins höher stehen. Denn ohne Plan läuft ja gar nichts, ja. Da sagt er immer, nein, ich muss alles planen. Ja, wenn du irgendwas klauen willst, nein, ich muss das planen. Das ist so ein richtiger, wie so ein Rüssel, die gehen auch ohne Plan nicht mal aufs Klo. So, los. Jetzt machen wir einen neuer Plan, Plan bearbeiten oder Plan starten. Ja, wir machen mal einen neuer Plan. Zielgebäude wählen, wir haben bisher nur 2 ausgekundschaftet. Die Tankstelle und Tante Emma Laden. Ja, denke ich mir, was ist ein bisschen rentabler? Corleone. Tankstelle, oder? Ist ein bisschen rentabler. So. Fahrzeug wählen, haben wir nur so einen schrottigen Micro Machines Traktor irgendwie. So. Matt Tucker, haben wir schon den ersten Komplizen? Tatsächlich, wir haben schon Bruno Jackson. Bruno Jackson. Boah, der sieht krass aus. Was steht denn da, wenn man den mal... Ja, warte mal. Hat er irgendwelche Werte oder... Ja, natürlich. Ja, ganz klar. Ja, ich will ihn... So, nochmal. Hier die Werte, Achtung. So, warte. Tragkraft 20 Kilo, Geschwindigkeit 60%, Gewicht 95 Kilo... Was? Strafregister 32%. Na gut, auf jeden Fall nehmen wir den jetzt mal. Das ist ja der einzige, den wir haben. So. Und dann können wir hier noch das Werkzeug auswählen, was wir mitnehmen wollen auf den Bruch. Da haben wir auch nur hier schon mal die ganze Statistik. Ein einzelnes Brecheisen. Effizienzmetall. Effizienzalarmanlagen. Effizienzkopf. Nee, gibt's nicht. Dann nehmen wir mal das Brecheisen. So. Zack. Und das Beil. Und jetzt machen wir okay. Und dann machen wir Go, oder? Der will 35% der Beute, oder wie? Ah, schon mal verbrauchter Platz. Irgendwie funzt das nicht. Ich glaube, den kicken wir wieder. Tschüss. Jetzt geht's. Ich habe den alleine geschafft vorhin den Bruch. Ich bin so richtiger Einzelkämpfer hier, Einzelgänger. So, schau mal, jetzt hat er so einen richtig schönen Lara Croft-Rucksack. Ja, und jetzt, hier steht schon unser Fluchtauto. Hier, siehst du es? Jetzt müssen wir auf Aufnahme drücken und jetzt nehmen wir unseren Plan auf. Also nicht in Echtzeit, sondern in Also wir spielen das Ganze jetzt erstmal durch, so wie genau, es theoretisch ja. ablaufen würde. Was wir so machen würden. Hast du Out of Sight gesehen? Out of Sight, George Clooney, ja, Jenny? Mit Jennifer Lopez, alles klar. Natürlich. Weißt du noch, wie der George Clooney da die Bank ausgeraubt hat? Das war geil. Ja, ja. Ja? Das richtig war, schön. Das war richtig, das war ein richtig klassischer Banküberfall. Sehen Sie meinen Komplizen da? Er hält eine Bombe in der Hand. Schau, jetzt haben wir uns überlegt, ob wir das Fenster sprengen sollen, durch die Tür gehen sollen oder sonst was machen sollen. Und ich habe jetzt mich dafür entschieden, das Fenster mit dem Brecheisen aufzumachen. Und der ist so richtig schnell da drin. Das dauert jetzt nicht 30 Minuten, oder? Nee, nee. Ich schau mal, ob die Polizisten irgendwo in der Nähe sind. Nee, sind sie. Nee, logisch, sind Sekunden. Was diese Zeit genau bedeutet, weiß ich nicht. Also ich denke mal, einfach nur so eine Angabe, wie lange dein Plan dauert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, Tür auf. Fenster auf, meine ich. Und zack, er ist drin. Oh. Die Musik ist auch so ein bisschen krimineller geworden, ne? Na, bleibst du stehen. Also ich, manchmal, na, der will nicht zur Kasse. Hey! So, jetzt ist mal die, das Objekt ist verschlossen. Oh, das ist schade. Das heißt, wir machen es mit der Axt auf. Das geht ein bisschen schneller jetzt, weil die Axt anscheinend irgendwie mehr Heat-Power hat oder mehr Öffnungs, irgendwas. Und da drin liegen jetzt gigantische 40 Dollar, glaube ich. Hey, der will immer nicht, gib dir das mal. So. Hast du schon geklappt? Nein, jetzt muss ich es erst aufmachen. So. Ach so. Jetzt muss ich es anschauen. So, jetzt liegen da die Geldscheine und die muss ich wieder nehmen. So. Wie viel? Keine Ahnung, stehen immer noch 3 Dollar da. Das ist ja auch nur der Plan, du weißt es jetzt noch nicht, wie viel es dann sind. Also das ist ja nur planmäßig. Das ist nur so theoretisch. Das ist ja nur ein Planspiel, genau. Und jetzt hier schnell raus. So, richtig auf der Vorderseite rausgehen, so. Schade, dass er nicht rennen kann. Das wäre irgendwie sehr clever. Das ist halt ein cooler Räuber. Ja. Ich muss sagen, also es ist echt noch grafisch, müssen die noch ein bisschen dran feilen hier. Ein paar Clipping-Fehler überall. So, jetzt ins Auto steigen, zack. Und das war's. Stopp. Wir haben den Plan abgespeichert. Wollen Sie die Aufzeichnung beenden? Ja. Dann geben wir mal Masterplan ein. Das ist richtig gigantisch hier. Unser kriminelles Genie hat. Und jetzt machen wir Plan starten, den Masterplan ausgearbeitet. Jetzt schauen wir mal, was da draus wird. 1 Minute 36. Jetzt lässt du es einfach ablaufen, oder? Mhm. Hm. Was bringt das jetzt? Jetzt läuft das mit echten Polizisten ab. Keine Ahnung, was das so genau bringt. Du siehst jetzt halt, ob das klappt. Ob zum Beispiel die Geräusche nicht zu laut sind, die das Fenster verursacht. Oder
ob du nicht zu lange einfach hier so dumm rumstehst, während der Polizist noch dummer rumsteht. Aber man kann es irgendwie leider nicht richtig vorspulen, das ist schade. Go, go, go. Schau mal, da ist ein Fahrrad, das könnt ihr eigentlich auch noch mitnehmen, ne? So richtig Top-Zustand. Wie gesagt, du bist am Anfang so der totale Kleinganove, ne? Also du bist weit davon entfernt hier irgendwie. Und später gibt es ein richtiges Super-Gangster-Equipment. Also, ob es Schießeisen gibt, weiß ich nicht. Ich bezweifle es mal. Das macht er jetzt alles automatisch, gell? Ja, genau. Ich kann nur noch die Kamera hier so. So, jetzt weiß er nicht, was er macht, genau, weil er die Kasse nicht aufgekriegt hat. Ja, wir werden leider nie erfahren, ob der Polizist da draußen irgendwas merkt. Vielleicht erfahren wir es dann in der finalen Version. Die werden wir bestimmt nochmal testen. Und gleich geht's weiter mit The Summoner oder Summoner. 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 Weiter geht's mit NBA Live 2001. Obwohl, bevor es weitergeht, ich finde, Carsten sollte eigentlich das Rezept für seine Brokkoli, Hackfleisch, Käse, Kartoffel, Delikatesse, würde ich es jetzt einfach mal nennen, auf deine persönliche Homepage stellen. Nee, das muss ja nicht sein. Also, nicht. Weil dieses Rezept kommt erst richtig zur Geltung, wenn man es drei Tage stehen lässt. Wie wir ja gerade gemerkt haben. Zumindest geruchlich kommt es dann eher zur Geltung. Das muss ich ehrlich sagen. Also die Luft ist auch direkt viel frischer. Ja, das sind auch so Dinge, die vergisst man einfach. Die lässt man einfach irgendwo stehen, streicht man aus seinem Gedächtnis und so nach dem Motto, räumt ja vielleicht irgendwer weg, aber... Ja, aber viel erschreckender finde ich ist, dass wir das eigentlich den ganzen Tag über mehr oder weniger hingenommen haben, weil immer so, ja, wahrscheinlich ist wieder einer am Blähen oder so. Und keiner ist wirklich mal auf die Idee gekommen, zu gucken, wo das jetzt wirklich herkommt. Gibt mir wirklich zu denken. Ja, wir schauen in den Comments-Bereich. Da habe ich zwei Sachen, die ich vorlesen wollte, nämlich einmal von Sven. Er schreibt jetzt mal ehrlich. Also ich habe das Spiel gerade bei euch im TV gesehen und wenn ich da so die Grafik sehe, irgendwie enttäuschend. Ist das alles, was die PS2 kann? Ich hoffe nicht. Die Grafik ist wohl eher mittelmäßig und haut mich persönlich überhaupt nicht um. Aber naja, von Sven. Michael, grafisch, was würdest du sagen? Grafisch, das ist auch das Problem. Man ist, glaube ich, was anderes gewohnt mittlerweile. Also die ganzen anderen EA-Titel, 2001-Titel, die waren grafisch teilweise schon ein bisschen besser, muss ich auch sagen. Kamen anders herüber. Ist natürlich auch ein Problem, gerade Basketball ist natürlich relativ schwierig, weil es sehr große Figuren sind. Die müssen halt schön animiert sein und ist halt auch extrem schnell. Also von daher ist es natürlich problematisch, wo man dann so... den Kompromiss macht. Will ich jetzt halt eher die Geschwindigkeit rüberbringen oder will ich halt, dass es super gigantisch perfekt aussieht? Also ich würde nicht sagen, dass es enttäuschend ist, auf keinen Fall. Nee, nicht enttäuschend, aber halt dem Standard, den man bis jetzt von den anderen NFL 2001 oder so weiter halt gewohnt war. Okay, schon. Jetzt schreibt der Touchdown-Maker hier was. Und zwar schreibt er was zu den Kommentaren. In English, please, schreibt er schon als Topic. EA sollte langsam mal daran denken, eine Option im Spiel zu etablieren, in der man sich individuell für die deutsche oder englische Sprachausgabe entscheiden kann. Deutsche Sprachausgabe bei US-Sportarten, da fällt mir nur die derzeit aktuelle Maul- und Klauenseuche ein, schreibt der Touchdown-Maker. Da kann ich ihm jetzt wirklich nur beipflichten, denn ich muss wirklich das nochmal aufgreifen. Der deutsche Kommentar Michael Körner bei einem Basketballspiel, da hätte ich echt definitiv was Besseres erwartet, was Cooleres vor allen Dingen, weil Basketball ist ja gerade so ein Genre, so hey, cool und yeah, ja, aber generell muss ich das eigentlich mal auch jetzt wiederum ein bisschen loben, dass sie sich halt die Mühe gegeben haben, eine deutsche Übersetzung da reinzupacken. Wir haben viele Spiele, wo es halt noch nötiger gewesen wäre als bei Basketball jetzt vielleicht, bei anderen Firmen jetzt nicht bei EA, die halt dann keine deutsche Sprachausgabe gemacht haben. Also ich finde es auch. Es ist definitiv lobenswert, nur wie er schon sagt, es wäre vielleicht die beste Möglichkeit, irgendwie zwei Sachen da reinzupacken. Einmal das Originalkommentar und das deutsche Kommentar. So kann man sich halt dann entscheiden, was möchte ich gerne haben, was finde ich persönlich cooler. Gerade bei Basketball. Bei Basketball ist das schon so. Okay, gut, dann lass uns mal weiterspielen. Wir sind jetzt hier im zweiten Quarter, im zweiten Viertel. Immer noch... Zweiten Quarter oder zweiten? Ah, ja. Das ist dasselbe, Michael. Okay. Immer noch... da bin ich aber ganz schön auf den Leim gegangen? Genau. Guck dir den kleinen Mann an. Ja, die sind ja auch unterschiedlich groß, die Jungs. Für das schon in Ordnung, wie das gelöst worden ist. Steht mittlerweile 32-5 für meine Mannschaft. Hahaha. Okay, ich werde auch gleich mal aus dem Arcade-Mode rausgehen, da kann ich nicht mehr so oft faulen. Und ich werde auch nicht
ins Auslaufen können und solche Scherze. Also das ist dann nicht mehr drin. Hier nochmal schön zum Replay. Ich finde auch, das Publikum ist eigentlich recht gelungen im Hintergrund. Da sieht man teilweise, wie die sich am Kopf kratzen und so Geschichten. Ja, sind zwar keine 3D, ja, aber es ist Figur, aber sieht nett aus, ja. Sieht schon nett aus. Bei den Freiwürfen machst du dann nachher dann die VIP-Lounge im Hintergrund. Aha. Wie gesagt, apropos VIP-Lounge und wo ich gerade die Atmosphäre. Ich war am Samstag in der Köln Arena. Echt? Ja. Auf einem Konzert oder was? Oder? Ja. Lord of the Dance. Michael, ich glaube, da würdest du auch noch hinpassen, wenn du ein Röckchen anziehst oder sowas. Die hatten überhaupt keine Röckchen. Oder echt hatten nicht? Röckchen? Also komische Steppschuhe, die eigentlich mehr was fürs andere Ufer sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee, das war mir jetzt echt zu subtil, Carsten. Du bist echt einfach zu subtil. Wie machst du das denn immer? Das weiß ich auch nicht so genau. Ja, aber Köln Arena, muss ich echt sagen, ist super geil. Warst du schon mal drin? Ich war einmal drin, ja. Und da kommt er wieder, Shaquille O'Neal. Also ich war schon ein paar Mal drin, unter anderem beim Toten Hosen-Konzert und noch ein paar anderen Sachen, aber ich habe noch nie ein Eishockeyspiel da gesehen. Das ist jetzt zwar gar nichts mit dem Thema, was hat wir nichts mit tun, Basketball zu tun eigentlich, ne? Irgendwie diese Atmosphäre hat mich jetzt gerade dazu bewogen, ein bisschen darüber zu erzählen. Aber das interessiert dich äußerst. Im Moment eigentlich ziemlich wenig, weil wenn man kaum so richtig cool im Spiel ist, dann taucht man schon ab, muss ich sagen. Das ist das Problem, wenn der Carsten dann halt irgendwann mal Punkte macht, was halt nicht so oft in seinem Leben passiert, darf man ihn halt auch nicht stören, weil das muss er genießen. Das sind die kurzen und seltenen Glücksmomente in seinem Leben. Jetzt. Ah, verdammt. Da wenn man sogar, zu viel will. Da habe ich sogar daneben gedacht. Wenn man zu viel will. Das hat mein Trainer damals auch immer gesagt. Der hat auch immer gesagt, Junge, lieber auf sicher gehen, anstatt auf cool. Was für ein herrlicher Block. Leider ist das Quarter gerade zu Ende. Und sozusagen die erste Hälfte? Rein theoretisch muss ich dir jetzt recht geben, Michael. Ja. www.klugscheißen.de. Ja, berühmt-berüchtigt. Ja, genau. Okay. Jo. Sieht jetzt nicht gut aus. Wollen wir noch ein paar Comments vorlesen? Nee, ich glaube, was habe ich jetzt gemacht? Da wollte ich gar nicht hin. Nee, ich glaube, wir spielen jetzt noch ein weiteres Quarter, weil... Aber gleich stürze ich mich auf jeden Fall auch mal ins Geschehen, weil das kann ich ja nicht so oft so sitzen lassen. Was wir jetzt zu sehen bekommen, ist... Also ich muss schon sagen, mir gefällt das Spiel gut. Mir gefällt es wirklich gut. Wie sind so Unterschiedssteuerungen zum PC? Du hast ja auf dem PC auch relativ viel. Also ist ähnlich. Du hast auch beim PC, wie gesagt, die vier Knöpfe, ja, mit denen du alles machst. Nimmst den Shoulder-Button zum Beschleunigen, beziehungsweise um dein Turbo anzuschalten. Also der Gesamteindruck von dir wäre jetzt, dass steuertechnisch beide da doch relativ identisch sind. Ja, relativ. Da kommt er wieder. Shaquille O'Neal. Schon genial. Shaquille O'Neal spielt es wirklich gut. Der setzt sich vor allen Dingen auch durch. Der geht durch die Leute durch wie ein heißes Messer durch Butter. So ist es, genau so ist es. Also Shaquille, mit dem kann man schon wirklich gut spielen. Vor allen Dingen, manchmal hast du auch, wenn du irgendwie zwei, drei Leute vor dir stehen hast, dann brettert der da einfach durch. Das ist absolut genial, echt. Ja, dem möchte ich auch wirklich nicht irgendwie im Dunkeln begegnen, wenn er böse ist. Der ist auch schon ein Tier, muss ich sagen. Das ist echt eine Kante. Solche Leute, vor allem in echt, sehen die dann nochmal 10 Meter größer aus. Weil auf dem Spielfeld sind das ja alles so Brecher. Pass auf, Zeit reicht nicht mehr. Happe. Und? Aber er rettet noch alles. Oh nein, er rettet doch nicht alles. Wir müssen schon wieder pausieren und werden gleich mit Michael zusammen ein Multiplayer-Spiel machen. Das solltet ihr nicht verpassen. Auf giga.de liegt mein Artikel im Konsolenbereich. Also nicht sehr ab auf giga.de. Fressen. Und es gibt das große Fressen mit dem fetten Kater Garfield. Lasagna from Heaven nennt sich das Ganze. Und die startet jetzt auch direkt mal. Da hat er schon das Maul aufgerissen. Jo, ich muss alles auffangen und fressen, was hier vom Himmel fällt. Lecker. Hamburger, Eis, Cheeseburger, vom Himmel. Lasagna. Der ist im zweiten Level, der kommt jetzt. Und wenn der mir... Ah, Mann, ich bin ja so doof. Wenn der mir auf dem... Ja, klar. Das geht so fix. Ah, ich wollte gerade nach links gehen. Scheiße. Das gibt mich direkt ein Minusleben. Ich glaub, so schnell kannst du gar nicht reagieren. Nee. Wie viel Leben hast du? 90 gerade, ne? Genau. Ja, und ich verliere jedes Mal ein Leben, wenn mir entweder dieser blöde Odi auf den Kopf fällt oder wenn ich irgendwas nicht fresse. Odi! Level 3. Boah, der sieht schon richtig fett aus, ne? Ich will auch ein Hamburger. Wie Game over. Schön. Komm doch mal. Ich hab doch die ganze Zeit nur gefressen. Was soll denn die Scheiße hier? Ja, dann hast du jetzt so oft den Odi. Cheeseburger, gefallen, Lasagne. Eis. Eis. Platz. Das hast du noch alle neuen Leben. Ich laufe noch jedes Mal auf den zu, echt. Sie fängt ihn förmlich auf. Soll ich mal? Nein, du kommst jetzt hier nicht drin. Doch. Cool.
cool. Mm. Fange ich ja noch zu McDonald's her, ne? Nein. Doch, nein, doch. Nachdem wir am Wochenende immer so viel gefressen haben. Das stimmt, wir haben echt... Möp, möp, ich höre es nur piepen. Ich glaube, das wird nicht mehr wirklich was. Doch, komm, noch einmal, noch einmal. Vielleicht sollte ich schon mal erwähnen, dass ihr auf jeden Fall den Artikel dazu im Free and Fun-Bereich findet auf unserer Website, wie immer. Hat die Anja schön geschrieben für euch, solltet ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Ich habe noch möp, ein bisschen Zeit. Möp. Und online spielt man das, ne? Genau. Ja. Wir fressen noch ein bisschen. Könnt ihr auch okay. Zu Hause machen. Schaut euch das einfach mal an, im Free and Fun-Bereich findet ihr den Artikel. Viel Spaß. Ja. Eine Stunde Giga Games ist jetzt vorbei und in der nächsten Stunde erwarten euch folgende Themen. Und zwar im PC-Bereich gibt's Summoner. Die Demo werde ich dann vorstellen mit dem Hannes. Ein sehr schönes Rollenspiel für den PC. Im Konsolenbereich gibt's NBA Live 2001. Weiterhin wird der Michael gegen den Carsten versuchen zu punkten. Im Help-Bereich gibt's Nolf und Deus Ex Patches. Und bei den Free and Fun Ladies gibt's High End oder Lasagna from Heaven. Was habt ihr gerade gezeigt? High End. Ich stand gerade, ich habe es nicht sehen können. Okay, High-End, alles klar. Jetzt kommen wir zu einem tollen Feature, welches mir persönlich sehr nahe liegt, nämlich der LAN-Plan. Und ich weiß, der wurde in letzter Zeit schon öfters mal vorgestellt, aber es ist wieder was Neues dazugekommen. Nämlich, wenn ihr mal runterscrollt, findet ihr hier die Quick-Search. Wenn ihr zum Beispiel eine LAN-Party sucht, ja, gerade habt ihr es gehört, der Jörg war in Berlin auf einer und Georg und ich waren zum Beispiel auch schon auf der Gamers Gathering. Also wir sind immer wieder mal auf einer LAN-Party und auch Marc kam vorhin hier in die New Media Arena und hat gemeint, lasst doch mal wieder alle zusammen NBC-Clan-mäßig auf eine LAN-Party gehen und wir sortieren schon aus, ja. Also, wenn ihr auf einer der nächsten LANs vielleicht den einen oder anderen von uns seht, könnt ihr ja mal Hallo sagen. Auf jeden Fall, das neue Feature. Gebt zum Beispiel mal einfach nur eine 4 ein, ja. Ist jetzt hier Postleitzahl von Düsseldorf, beziehungsweise ist natürlich nicht die 4, sondern die 4 als erste Ziffer. Und dann seht ihr hier gleich alle LAN-Partys aufgelistet, die eben mit einer 4 in der Postleitzahl anfangen. Also etwa in der Nähe. Finde ich sehr schön. Wem das noch nicht ausreicht, der kann auch auf erweiterte Suche klicken. Ja, und dann könnt ihr hier halt eben erweiterte Infos eingeben. Zum Beispiel, ihr wollt vom 4. März, naja, das wird vielleicht ein bisschen knapp, nehmen wir doch den 12. oder 11. im Jahre 2003. Da werden wir natürlich kein Ergebnis finden. Nehmen wir 2001 bis zum 30. 29. Juni habt ihr Urlaub, sagen wir mal so. Wäre ein cooler Urlaub. Postleitzahl 4, Bundesland Bayern. Und als Lieblingsspiel zockt ihr Diablo 2. Na, ist auch ein blödes LAN-Game. Nichts gegen Diablo 2-Fans, aber so. Und dann, nee, Name fällt mir jetzt auch keiner ein. Einfach mal Go machen, mal gucken. Ja, das war natürlich ein bisschen zu spezifisch. Aber ihr wisst ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Schaut einfach mal, ob es bei euch in der Nähe eine LAN-Party geht und gibt. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit Giga und die Themen auch auf der Seite auf giga.de. Jetzt kommen wir zu Deus Ex. Die deutsche Version hat endlich einen Patch bekommen, nach langer, langer Zeit. Und ich muss echt sagen, ich bin richtig süchtig geworden. Deus Ex war sowieso schon ein geiles Spiel, ist es immer noch ein geiles Spiel. Nur die deutsche Version hat lange gebraucht, endlich einen Patch zu bekommen. Jetzt ist er da. Ich habe ihn mir natürlich installiert und bin sofort ins Netz gegangen, um ihn auszuprobieren. Und ich muss sagen, diese Rollenspielelemente machen einfach Gaudi im Multiplayer. Man ist da wirklich süchtig danach, irgendeinen zu killen, um da seine Punkte zu kriegen und dann seinen Typen, seine eigene Person da höher zu pushen. Und ich gehe da mal in das Spiel rein und ich muss echt sagen, ich kann euch nur das empfehlen, diese Multiplayer-Geschichte auszuprobieren, weil es ist echt nicht nur einfach reines Deathmatch, sondern man muss wirklich taktisch vorgehen. Und vor allem, wenn man tot ist, halt der Nachteil, die ganzen Punkte gehen wieder verloren. Also ist man nicht so einfach, da kamikaze-mäßig durch die Level zu rennen, sondern richtig in Ruhe und mit Sniper oder wenn man hier zum Beispiel die ganzen Waffen hier sieht. Ich nehme zum Beispiel mal jetzt einen Sniper. Und die hat man hier mit der Taste B, kommt jetzt auch ein neues Menü, da sieht man auch hier, die Punkte, die man verteilen kann, wenn man sie bekommt von den jeweiligen Spielern. 4.000 habe ich bis jetzt schon.
Ich mache zum Beispiel mal schwere Waffen, weil die spiele ich sehr gerne, so gerade mit Flammenwerfer und hier so ein bisschen so ein Granaten, also Raketenwerfer. Und dann noch ein bisschen Medizin, das ist auch ganz wichtig, dass man sich selber heilen kann. Das ist eine prima Sache. So, halt, ich habe noch gar kein schweres Gewehr. Nehmen wir noch was dazu. So, jetzt habe ich's und raus damit. Und das macht, okay, leider gibt es so wenig deutsche Server, eigentlich nur 3 Stück bis jetzt. Und die sind natürlich immer gnadenlos voll. Also bin ich jetzt mal auf meinem amerikanischen Server gegangen. Ist natürlich die Ping wieder schlecht. Also ich muss hier mit 300 spielen. Also man ist ja verwöhnt mittlerweile. Man spielt ja nicht mehr unter 100. Und von daher. So. Ist da oben einer? Nee, der war nur getötet. Man kann natürlich nicht nur Deathmatch, also wie hier, sondern teammäßig. Und da gibt es noch richtig mit Capture the Flag, wenn man irgendwas erobern muss, je nachdem. Nicht nur jetzt so eine Fahne, sondern irgendein Gebiet. Das ist richtig gaudi. Wir haben aber dazu einen Artikel, den möchte ich euch da mal zeigen. Weil dieses Spiel alleine soll ich jetzt nicht den ganzen Tag hier spielen, obwohl es es süchtig macht. Und ihr seht hier auch unter anderem direkt die Download-Links auf unserem Server und natürlich zu den... die Homepage, auf die Fanseite von denen und im Comments-Bereich hat jetzt bis jetzt, schauen wir mal, zwei, der Dragonstar hat geschrieben und hier PC-Liebhaber 2001. Gucken wir mal hier. PC-Liebhaber 2001, echt fett. Nach lang ersehntem Warten, ich zog mir alle Patches, nur dann funktionierten sie nicht mit dem Only English. Jetzt die deutsche. Also damals habe ich ja vor langer, langer Zeit, habe ich ja mit der englischen, also die deutsche Version, die englischen Patches, mit ein paar Tricks konnte man sie installieren. Aber da gab es halt so Probleme. Die meisten Server haben halt gesagt, nö, inkorrekte Version mit irgendwelchen Textdateien, weil man halt die deutschen Texte haben wollte. Ging es halt nicht. Es sei denn, man hat irgendwie eigenes mit LAN-mäßig gemacht, also nicht Internet. Dann ging es, aber jetzt mit diesem neuen Patch geht's halt. Also er schreibt weiter. Mal für mein Favorit-Game, endlich. Man kann mit meinen Kollegen nach lang ersehntem Warten im Deus Ex Patch Deus Ex Multiplayer zocken. Wo ist Roman? Roman nicht da. Roman ist weg, er ist gegangen von uns. So. Und ja, weiterhin eure Meinung zu diesem Patch in den Comments-Bereich. Tolle Preise heute wieder für euch. Alles, was ihr tun müsst, ist auf den Win-Button klicken, euch eintragen und vielleicht ein bisschen Glück könnt ihr das gewinnen. Ihr seht's, frisch verschweißt. Theme Park Manager und. Und? FIFA 2001. Zwei tolle Spiele. Also wieder mal EA-Tag. Stimmt. Tatsächlich. Tja. Naja, aber ist auch schwer, mittlerweile ein Spiel zu erwischen, was nicht davon kommt. Ja, kommen wir zum Thema Summoner. Die Demo ist raus. Das Spiel ist schon letzte Woche vorgestellt worden vom THQ. Wer war das eigentlich? Hab schon wieder den Namen vergessen. Carsten, wie hieß der von THQ nochmal? Rüdiger Mörsch. Rüdiger Mörsch, ja. War ja nicht bei uns, sonst hätte ich das jetzt natürlich auch gewusst. Rüdiger Mörsch war bei uns im Giga Games Studio. Nicht bei uns. Achso, bei uns im Giga Games Studio, ja, alles klar. Muss mich schon ausreden lassen. War bei uns im Giga Games Studio und hat uns Summoner mitgebracht für die PlayStation 2. Jetzt, anderthalb Wochen später, haben wir es dann auch für den PC. Und zwar die Demo-Version, 63 Megabyte groß, das gute Stück. Und ihr findet sie natürlich in unserem Download-Bereich. Und natürlich dazu auch ein Artikel. Artikel. Artikel mit ein paar schönen Links und Related Stories und auch ein paar Comments. Und da ist zum Beispiel ein Comment dabei, der wirklich interessant ist. Ich habe ja im Artikel geschrieben, dass man die Demo nur in 640x480 spielen kann. Und das stimmt eigentlich auch. Also zumindest gibt es keine Option, wo man es ändern kann. Aber DJ Dino hat scheinbar einen Weg gefunden, wie man doch in einer 1024er Auflösung spielen kann. Und er lässt euch alle wissen in den Comments. Und zwar habe ich einen Trick gefunden, wie man die Summoner-Demo trotz der 640-480 Auflösung Einschränkung trotzdem mit bis zu 1024x768 spielen kann. Einfach in die Registry gehen. Und nach Blablabla. Nach HQ Current User Software Volition Summoner Demo. Danke, bitte? Hannes. Und die dort zu findende Auflösung, zu findenden Auflösungswerte Resolution High auf 768 und Width auf 1024 ändern. Auflösung mal ändern als Dezimal. Ja, alles klar, alles klar. Ja, ganz einfach eigentlich. Und das Spiel läuft nun problemlos mit der höheren Auflösung. Einzig im Spielmenü muss man ein bisschen Hand anlegen, ansonsten komplett und problemlos
spielbar. Hoffentlich gab es auch bei euch. Ja. Sagen wir es mal so, wenn ihr Rack-Edit nicht kennt, dann lasst die Finger davon. Genau. Wenn ihr es kennt, macht's. Versucht's. Keine Garantie, ich übernehme keine Garantie, ob das klappt. DJ Dino scheint da aber den Durchblick zu haben und meint, es klappt. Probiert es einfach mal aus, vielleicht probieren wir es beim nächsten Tag. Jetzt probieren wir es nicht, weil ich will auf jeden Fall noch was zeigen. Ja, dann mach mal los, komm. Okay, so. Spring mal dann starte ich das Ganze mal. Ach, da, so. Summoner, wollte ich sagen. Was du sollst mal Summoner starten. Summon mal Summoner, meinst genau. du? Ja, kein Intro, leider. Dafür so ein fettes, so ein Schwein da oben zu sehen, ja. Ja, das sind die Einstellungen in den Options, kann man glaube ich eigentlich alles so lassen. Ich habe da auch nichts Großartiges verändert, außer ein paar Details hoch. Wenn schon, dann richtig. Ne? Wenn schon, dann also spielen wir eh in 640 mal 480. Da kann man sich ruhig, das leisten. Da kann man ruhig auch ein paar Schatten darstellen, denke ich. So. Und da sind wir auch schon im Spiel. Das sieht nett aus. So, also der erste kann ja hier mal... Sieht echt ganz schön aus, gell? Der Hintergrund täuscht natürlich ein bisschen. Man ja, okay. denkt, man ist in so einem riesigen Blair Witch Wald. Ja, man denkt echt, das ist voll die Weitsicht, aber da hinten sind irgendwelche Bitmap-Texturen. So, das sind unsere zwei Charaktere. Und, warte mal, kurz ein Gruß an den AS Forest Mapper. Kennst du noch AS Forest von Counter-Strike? Meta nee. 7, Beta 6. So hätte die Map aussehen müssen. Das ist ein Insider für ja. die Counter-Strike-Fans. Okay. Oh, da wird meine Gehilfin wird schon angegriffen. Von wem denn? Mal zu Hilfe. Von hier so einem, keine Ahnung. Ist der nicht hinter der Party? Nee. Man kann hier auch so Chains machen, also so Kombos. Wenn man das richtige Timing mit der Maus hat, kann man da halt, fette Schlagkombos machen, die den Gegner dann ziemlich zusetzen, ohne dass er sich wehren kann. Aber du... Ich hab's noch nicht so raus, ich hau einfach auf die Tasten, ich geb's ja. zu. Kannst du den jetzt irgendwie plündern oder was? Nee, leider nicht. Das ist irgendwie schade, gell? Hätte ja. ich auch gern gemacht. Ich kann mal zeigen, wir haben auch die typischen Charakterwerte. Hier sind unsere Skills. Sword Weapons, Summon Push, so Confusion. Aber der Typ sieht untot aus irgendwie. Und hier sehen wir, wie viele Experience Points wir brauchen fürs nächste Level. Und so weiter. Resistance, alles klar. Joseph, das ist übrigens der Hauptcharakter. Und Fleece, unsere Gehilfin. Wir können da auch einstellen, wie sie uns helfen soll, die AI, also supporten. Oder soll sie uns heilen oder heilen und Zaubersprüche benutzen. Heilen ist doch ganz nett, oder? Ja, ich lasse es mal auf Support, weil dann haut sie, glaube ich, auch ein bisschen zu. Kann man eigentlich alles so lassen. Was ich rausgefunden habe, ist, dass die am Anfang noch gar nicht perfekt equipped sind. Warte mal, wo war das? Die haben nämlich ganz schöne Waffen dabei. Wahrscheinlich auf diesen zwei Schwertern, oder? Nee, das ist der Kampfmodus. Achso. Guck, defensiv und offensiv. Schien. Da cool. war es, genau. So, jetzt sehen wir hier so den Equip-Bildschirm, kennt man ja eigentlich auch aus Diablo und so. Und jetzt können wir dem mal ein paar andere Sachen anziehen. Zum Beispiel hat er noch keine Schuhe an, obwohl hier welche sind, aber scheinbar hat er doch keine an. suchen wir mal High-Leather-Boots. Die hat er alle dabei jetzt, oder was? Können uns auch Infos Sachen? Holen, hä? Die hat er alle dabei, die ganzen Sachen auf der Ja, scheinbar. Seite. Das ist halt in der Demo schon drin. Ich nehme mal an, wenn man das neu kauft und startet, klar. ist das noch nicht dabei. Hier sehen wir die Schuhe, den Preis, Protection 5, Speed 1. Wollen wir die mal versuchen? Versuch die mal. Und Stiefel Ching. Führe uns nicht in Versuchung. So, was können wir dem noch anziehen? Hier die Handschuhe, mal gucken, ob wir da bessere haben. Das sind jetzt Protection 9 Handschuhe. Die haben Speed 0,95, nicht schlecht. Die krabbeln dann so weg. Ich guck mal, ob ich noch ein paar bessere Handschuhe hab. Leather Gauntlets. Destroy, auch Protection 9. Ja, logisch, das sind ja die. Boo. Gibt nicht so viele. Flash Leather Handschuhe. Silk Gloves, ne, Seiden. Ne, lieber nicht, oder? Lieber nicht. Protection minus 3. Ne, Protection 3, ne. Gucken wir mal, was sie anhat. Oh, sie ist noch, fast gar nicht, sie hat fast gar nichts an. Können wir das auch ausziehen? Shit. Versuch was wert. Was war das jetzt eigentlich? Leather Breeches, glaube ich. Oder Clothes Shirt. Ziehen wir das mal an. Ey, mit Cape. Und das, cool. das Messer ist zum Beispiel auch nicht so toll, dieser Krummdolch. Macht nur Damage 25, aber wir haben da oben noch einen High-Quality Knife. Nee, nicht Destroy. Info. So, siehst Wie du? Kann die denn ein High-Quality Knife destroyen? Würde ich gerne mal wissen. Einfach verbiegen. So. Wir können auch mal den Bogen. Ja, dann lassen wir mal den Bogen.
Nicht schlecht, lass das mal. Ich lass das mal. So, jetzt latschen wir mal. Greif mal irgendwas an. Schieß ich mal. Will mal in die Stadt. Ich glaube, da lang. Ich frage mich gerade, ob es da einen Kompass gibt. Ja, tatsächlich. Da unten gibt es eine Sonnenuhr. Da kann ich jetzt den Kampfmodus anhalten und neue taktische Orders geben. Ching. Guck, es war ganz gut, dass ich mal. Jetzt kann ich von hinten angreifen. Ja, aber schießt die nicht auf dich? Nee. Nein. Oh, da kommen schon wieder zwei neue. Ja, ich weiß auch nicht, was die da vor allen Dingen im Wald machen. Die stehen halt irgendwie rum. Naja, was macht man schon im Wald? Pilze sammeln. Komm, mach dich ab, Junge. Ich will doch in die Stadt. Das sind diese typischen Pilzsammelwerkzeuge, diese krassen Äxte. Ich glaube. Was mich ein bisschen nervt, also es kann auch an der Auflösung liegen, ist die Weitsicht. Also man sieht nicht so schrecklich viel. Man kann zwar die Kamera noch so ein bisschen drehen und jetzt wird es sogar ein bisschen besser. Ja, aber es geht. Ich würde gerne ein bisschen eine bessere Kameraperspektive haben. Ja, warte, da kommen wir gleich. Ich bin gleich fertig. Da kommen wir jetzt nämlich in die Stadt. Exit to Lenal Old City. Und was euch in der Stadt erwartet, das erfahrt ihr gleich bei Giga Games. Sag mal wieder ein Spaß hier, Mensch. Ich habe schon so oft gesagt, ihr müsstet echt mal mitkriegen, was vor den Takes hier los ist. Ja, ne? Carsten tanzt nackt auf den Tischen, schießt sich dabei Toffeeface in den Mund. Ich wollte es doch nicht sagen. Und so weiter. Solange ich mir den Mund schiebe, ist da alles okay, oder? Ich sag nur Brokkoli, Käse, Kartoffel. Ah, komm, lass uns einfach mal spielen. Ja. Jetzt gibst du es mir wieder, oder? Komm, ich mach dich fertig. Denn ich spiele jetzt gegen den Michael Multiplayer. Wir haben uns schon zwei Teams ausgesucht. Ich bin wieder die Lakers und der Michael hat die Portland Trailblazers. Da merkt man, dass ich schon ewig lange kein Basketball mehr geguckt habe, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so gut sind. Ja, die haben einiges an Skills, genauso wie Etienne. Warum bin ich eigentlich nicht gehüpft? Das weiß ich auch nicht, warum du nicht gehüpft bist. Aber ich weiß, dass du faulst wie sonst wäre. Naja, deswegen sind wir ja auch im Arcade-Modus hier. Warum der jetzt nicht gedankt hat, weiß ich auch nicht. Ah, das war Shaquille O'Neal. Mit Start kann man übrigens diese wunderschönen Replays. Boah, ist ein kleiner Fatzke da schnell, ey. Meine Herren. Ja. Wolltest du das machen? Da nicht hoch? Ist ja unglaublich. Ja, so ein Dunking, das kann man halt, muss man lernen. Tipp. Ja. Och, nee. War das ein Dreier etwa? Das war ein Dreier. Ey, from downtown. Kann ja nicht wahr sein. Hey, falschen Knopf gedrückt. Das sah so aus wie eben, ne? Also irgendwie. Ich muss jetzt sagen, wir haben natürlich in der Pause eifrig geübt und ich habe den Michael eingewiesen in die Künste des Basketballs. Ja. Ja, du warst. Aber echt eben hat er ein viel Was soll die Faulerei? Ein viel schlechteres Team gehabt. Und dadurch durchaus bessere Chancen. Pervers gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Jetzt hat er aber ein besseres Team. Die Portland Trailblazers. Die können sich hier anscheinend sehen lassen. Hallo? Mach doch mal was. Ja, wollte ich ja. Hallo, ich hatte den echt an den Kopf geworfen. Also ich muss sagen, ich komme ein bisschen mit den Tasten da durch. Pass auf. Ja, hast du gesehen? Das war eindeutig Offense-Foul. Ich stand ganz ruhig. Nee, das ist Shaquille O'Neal. Kein Offense-Foul. Sein zweiter Vorname ist Offense-Foul. Hast du gesehen, wie ich den reingetippt habe geradezu? Easy going. War nett. Ich meine, dieses Haargummi ist zwar relativ tuckig. Direkt ist er wieder am Faulen hier. Und warum, wo ist meine Verteidigung? Sind die denn am Schlafen? Das Haarband ist zwar relativ tuckig, aber dafür kann er umso besser eintippen. Machst du mal was? Schon dabei. Schon bist du wieder am Faulen? Nee, mein Gott. Fußball und ist kein Moment. Drei. Das go, 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 go. Nein, das niemals. Soll ich nicht machen. Niemals. Ha! Frechheit. Dann was für ein direkt wieder. Du machst ihn aus. Warum der Schiedsrichter hast du nicht gepfiffen, Mann? Weil das jetzt ein Dreier wird! Kaboom! Das war kein Dreier. Natürlich war es ein Dreier. Echt? Ja. Da muss ich mal meinen Dreier-Spezialisten ranlassen. Pass mal auf. Dann muss ich mal meinen Foul-Spezialisten ranlassen. Wusstest du übrigens, dass die großen Teams Foul-Training machen? Ach, die Diskussion hatten wir neulich, ne? Hatten wir die Diskussion? Ich glaube, die hatten wir neulich. Weil die machen ja wirklich. Was machst du denn hier?
Wir machen dann wirklich dieses perverse Faultraining. Ja, das kennt man doch spätestens seit Manni der Libero. Genau, doch, siehst du, wir hatten die Diskussion wohl schon. Kannst du mir mal sagen, warum ich gerade den Ball verloren habe? Weil du ein. Und da kommt er wieder. Schwacher the Master of Disaster. Schwacher Basketball. Oh. Was machst du denn da, Junge? Ich mache Punkte. Unglaublich. Und zwar wieder einmal zwei. Zwei fette Punkte auf meinem Konto. Dann mache ich jetzt mal drei. Das glaube ich kaum. Du hast mich gefoult. Da hätte ich so einen Dank. Der ist viel zu klein. Tschum, tschum, tschum. Du hast mich ganz böse gefoult gerade. Du wolltest Arcade spielen. Oh, anstatt da mal. Naja, gut, okay. Nächstes Jahr so macht man Punkte. Komm, ich mach mal coole Tricks hier. Nicht zwei. Und so. Handwechsel. Und Check, Baby. Super. Und Handwechsel. Normalerweise Rückspiel. Und Sie nannten den Rückspiel, Michael Rückspiel Neudert. Ich sag nur, Gott schütze den Arcade-Modus. Ganz genau. Boah, du bist nur am Faulen mit deinen großen Typen. Und from downtown. Das sagt man übrigens, wenn man einen Dreier schießt. Nicht, wenn man Dunking macht. Nur zur Info, Mr. Foul. Oh, Mr. Foul. Der Carsten ist so lustig, wenn er so einen kleinen Hals hat. Das ist unglaublich. Mit Carsten würde ich die ganze Zeit nur faulen? Ich kann dir sagen, mein Freund. Was würdest du machen? Würdest du hier im Dreieck tanzen, ja? Ich würde höchstens auf meinem Dreieck tanzen. Auf deinen? Hast du mich schon wieder gefoult? Ich bin ein begeisterter Fauler. Ach komm, dann kann gar nichts werden. Ja, siehst du? Und jetzt faul ich dich mal wieder. Na, dann faul mal. Ich mach derweil nur wieder ein paar Punkte. Naja, da war beinahe die Shotclock. Mein Gamepad hat gewackelt wie Erdbeben Stärke 10. Ich will ja sagen, trotzdem war wieder gefoult. Shotclock bei einer Runde. Normalerweise wäre es jetzt noch ein... Das. Ich bin sprachlos. Das erlebt man selten, dass Carsten sprachlos ist. Von daher genießt es, solange es nur andauert. Du drückst mich sogar, normalerweise wäre das jetzt Rückspiel gewesen, du drückst mich in die eigene Hälfte. Das ist auch so eine Geschichte bei International Superstar Soccer, war ich auch der mega Faulkönig. Ach so, deswegen. Weil ich habe Faultraining gemacht, siehst du? Du bist nur am Faulen, das ist echt eine Frechheit. Ich möchte jetzt mal allgemein dazu aufrufen, dass der Michael hier sabotiert wird. Von der alte Faulspieler. Von allen fairen Spielern dieser Welt. Von allen Sportlern. Weißt du, das geil? Ja. Ich habe erstmal so einen unschuldig rumstehenden. Vor allen Dingen Sportlern. So einen unschuldig rumstehenden habe ich erstmal in seine Hälfte zurückgekickt. Hast du den Gag jetzt nicht verstanden? Vor allen Dingen Sportlern? Ja, ja. Ich glaube, ich sollte echt ein bisschen Faultraining machen. Oh, fies gefault! Oh, Carsten! Was? Fies? Das muss doch nicht sein! Da muss doch nicht sein, sowas! Man macht doch, O'Neill! Mei, erst darf nicht. Sieh diese Pfeife! Naja, hast aber Glück gehabt. Niemals! Naja, gut, da Airball. War ein bisschen schwach auf so der Brust. Nennt man Airball. Hätte ein bisschen mehr. Na, okay, ich muss sagen, du liegst schlappe drei Punkte vorne. Ich finde, wir sollten jetzt aufhören. Eindeutig ist die Zeit jetzt rum. Was sollen wir machen, Carsten? Deine Dreierquote ist auch ein bisschen besser. Ja. Du hast 50% ja, lass uns Dreierquote. Das mal auschecken. Und deine Wurfquote ist auch besser. Ich muss sagen, die Jungs von Portland sind nicht schlecht. Ich finde, wir sollten jetzt unsere Taktiktafel auspacken. Taktiktafel. Auspacken und dann noch ein bisschen unsere Taktiken absprechen. Und dann versprechen wir aber, dass wir dann gleich ja dann unseren Vote auch auflösen, wo genau. Der Carsten sich heute extrem viel Mühe gegeben ganz hat, genau. Einen wirklich erstklassigen Vote zu definieren, formulieren. Formulieren. Und deswegen sollten wir den auf jeden Fall noch auflösen, finde ich. Weil und das gleich gibt es noch Multiplayer 1 gegen 1, Michael. One-on-one. Da gibt es keine Excuses mehr. Genau. Da machen wir aber übrigens... Schiedsrichter gibt es da gar nicht, oder? Bei dem 1 gegen 1. Wir werden ja mal Etienne fragen. Gleich bei uns im Konsolenbereich. Wir machen weiter mit Summoner. Bei uns gibt es keine Schiedsrichter, aber vielleicht irgendwo einen Scharfrichter. Haben wir noch nicht entdeckt, aber... Könnte sein. Wir lesen aber vorher noch ein paar Comments vor. Comment von Micha78. Nicht schlecht, das Game. Das Game ist ja gar nicht schlecht. Erinnert mich ein bisschen an Baldur's Gate 2. Es verkürzt auch die Zeit, bis Neverwinter Nights rauskommt. Meinung echt gelungen. Also mich erinnert es am meisten an Darkstone. Das habe ich früher Also mich hat so ein bisschen an Evil Island erinnert. Evil Islands. Echt? Erinnerst du dich noch? Ja, so ein bisschen auch von der Steuerung und von der Optik her hat
Stimmt. Hat so ein bisschen was. Da hast du recht. Und hier zum Beispiel DJ Skyfly. Ja! Magie! Yo, Eddie und Hannes. Also, Diablo 2 ist eins meiner Lieblingsspiele wegen der Magie und dem Mystischen. Und jetzt kommt wieder so ein Spiel raus, das mit Magie und Beschwörungen zu tun hat. Finde ich echt cool, denn altertümliche Spiele, die mit Magie zu tun haben, liebe ich einfach. Ich glaube, sowas nennt man Rollenspiel. DJ. Ja, könnte sein. Vielleicht sollte er einfach ab und zu mal ein Rollenspiel zocken. Genau, ja. Ja. Gibt's ja doch in letzter Zeit doch. Das sind dann die Leute, die sich beschweren, dass irgendwie so, ach, Counter-Strike ist ja ein Scheiß, da gibt's ja keine Magie keine Story. Nee, echt. Fast besser als Diablo von Arsenal. Es ist ein echt fettes Spiel. Also fett ist so der Cool-Nachfolger, habe ich das Gefühl. Ne? Gut sind die fetten Monster, die man erzeugen kann. Die Kameraführung könnte man noch verbessern, aber ich finde, ganz gelungen, in Klammern fett, steht da noch. Ganz gut gelungen steht da sogar. Ja, können wir eigentlich in der Demo schon irgendwelche fetten Monster erzeugen? Hast du da mal was? Ich habe noch keine geschafft. Also ich habe, glaube ich, ich habe Zaubersprüche. Wir können ja gerade mal gucken. Ich bin jetzt hier in der Stadt und wir haben auch ein Zauberbuch. Das ist das Symbol hier. Cool. Und haben hier also ein paar Spells. Fett meine ich. Zum Beispiel hier Heilzaubersprüche, Resurrect. Wiederauferstehung. Also hier haben wir zumindest Feuerangriffszauber. Ich weiß nicht, man kann hier auch noch nicht sehen, was man nicht hat. Ja, ja. Können wir vorstellen, das hier sieht so ein bisschen aus. Ich habe nichts, was ich nicht habe. Was hat sie für Zaubersprüche? Ah ja, das sind also so statusverändernde Zaubersprüche. Silence, bist du dann still oder die Monster? Oder die Monster können, also meistens Monster können so, ich nicht dass, hören, denke ich. Nee, die können dann nicht zaubern, denke ich. Ach so. Aber wer weiß das schon? Ich würde sagen, laufen wir einfach ein bisschen durch die Stadt, oder? Na klar. So. Kommt die andere mit jetzt? Oder? Ja, ich kann ja sogar aussuchen, mit wem ich spiele. Ich kann auch sie nehmen und dann ist er der passive Begleiter. Nee, machen wir das schon andersrum. Andersrum? Nee, kannst du ruhig, was soll das? Ja, was jetzt? Nee, dann lauf mit der Frau rum. Ja, mach gut. Mach ruhig, komm. Hier können wir die auch mal anquatschen. Stay away from the sewer cleaners. Those wrong guards dump their filth where they draw our water. We're the lifeblood of Lily. Farmland, all the city, sings our race. Aber wo ist denn, hast du irgendwo Surround-Sound? Oder? Hier fehlt die Sprachausgabe, ganz eindeutig. Ganz klar, ja. Oh, guck mal, der mit Ausrufezeichen. Der will was. Der will irgendwas. If you work a training leather for as long as I have, let you learn to savor the strength. The stench. The stench. Ich wollte gerade sagen, die schreibt jetzt schon. Okay, wir können jetzt hier Armor kaufen. Wie man halt so in der Stadt, oh, guck mal hier. Leather Arm Guards, das ist das genau das Richtige für sie. Kaufe ich mal noch 10 Gold, nicht schlecht. Ich hätte erstmal geschaut, was sie für ein Speed haben. Ja, die Handschuhe, sehr wichtig. Mhm. So. Ja. Wo war das nochmal? Ich bin echt da. Kiste. Ja, auf der Kiste. Ja, ich denke immer an Inventory. Charakter. Ja. So, was habe ich eigentlich gerade gekauft? Die Leather. Nee, das war's nicht. Das Leather Arm Guards. Genau. Das war nicht der richtige Slot nochmal. Das auch nicht. Vielleicht kann sie den nicht nehmen, wenn sie einen Bogen hat. Tada! Oh, guck mal hier. So, jetzt holen wir uns nämlich erstmal unsere erste Quest. Man sieht die hier sogar jetzt. Oh, sieht man sie? Ja, ich denke schon. Ja. Wäscheleinen. Oh, die sieht ziemlich zerstört aus hier, die Metropole. Können wir da durch? Ist ganz praktisch. Wir brauchen einfach nur die Maustaste gedrückt halten und dann halt. Ja, das ist so ähnlich wie in Darkstone alles. Also, es erinnert mich doch stark an Darkstone. Wir müssen mit dem reden. Der gibt uns unser erstes Quest. Hier. Da können wir jetzt so Multiple-Choice-mäßig halt mäßig auswählen. Er erzählt uns was von der verloren gegangenen Puppe. Und da können wir halt mehr erfahren. Und da kriegen wir unseren ersten Quest. Das kannst du sicherlich das auch sein. Das ist eine Zauberpuppe. Dann können wir hier gucken. The Ragdoll. Rack da steht dann die Beschreibung von der Quest. Die Lumpenpuppe. So. Also, the doll fell down a well and the butcher does not know how to retrieve it. Und wir sind also angeheuert worden, die hier aus dem... Kennst du das in diesen Rollenspielen immer, die ersten Aufträge so? Ah, oh, mein Hund, der muss mal Pipi und so. Und, der Hahn kräht nicht mehr und mein Haus muss gestrichen werden. Das sind immer diese Side-Quests. Ah, ja. So, jetzt latschen wir durch die Stadt. Die Stadt ist übrigens riesengroß. Man kann echt mit lauter Leuten labern und auch in eine Taverne. Aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal jetzt den Dungeon an. Ich habe da schon ein Safe-Game. Da bist du jetzt praktisch unter der Stadt? Unter der Stadt, in den Sewers, in den Abwässerkanälen. Und kämpfst und gegen die Mumie. Wie heißt die Mumie in Diablo 2? Welche Mumie? In den Abwässerkanälen, unter der arabischen Stadt. Ach ja. Weiß ich nicht. Wie hieß die nochmal? Die Mumie. Ich weiß, was du meinst. Die erscheint ja später dann dauernd als Gegner. Genau. Was ist denn das? Das sind die Arbeiter.
sind irgendwelche roboterähnlichen Viecher. Ein Golem. Aha. Um ein genau zusammengeschraubter Golem. Mhm. Ja. Sind nicht normalerweise aus Stein? Aus Lehm sind die doch, oder? Oder nicht? Können wir halt ein bisschen mit dem quatschen, bla bla bla. Und so weiter. Wir suchen immer noch den Teddybär von dem Mädel. Meinst du, man kann da mit dem Teddybär die Sicht reden? Ist jetzt besser. Fällt dir das auf? Die Kamera hängt jetzt ein bisschen weiter hinten. Klar. Das ist echt angenehmer so, finde ich. Also mir gefällt das echt gut, also die Demo. Kann man das dann eigentlich auch in Koop spielen, Multiplayer? Das ja, kann Sinn. Man. Echt? Ja. Zu viert. Ja, weil Dark Zone war echt ein Grund deswegen. Sehr schön. So. Da ist er, der Teddybär. Gegner! Nee. Gegner! Das ist, glaube ich, nicht der Teddybär. Nee. Gut! Sei denn, er hätte sich gekonnt und ist grün angelaufen. Too fast. Guck, jetzt habe ich den Chain, die Combo verpasst. Chain 1. Too slow. Ich raff das noch nicht ganz mit dem Timing, muss ich zugeben. Ja, aber du schaffst es. Too slow. Es gibt da auch irgendwie kein richtiges Ton. Ich glaube, immer wenn dieses Symbol auftaucht, muss ich schnell drücken. Fast. Zu schnell, zu langsam. Haha, too slow. Was? War nicht zu langsam. Kriegst du. Bist du das wahr? Na? Ich glaube, wenn ich 6 Beine hätte, hätte ich mehr als eine. Level up. Guck mal. Ja? Level up. Geil. Und jetzt können wir hier Skill Points verteilen. Sword Weapons. Mach ich mal einen hoch. Noch einen zu vergeben. Dodge. Push. Dafür brauchen wir einen Push. Können wir mal überlegen. Wollen wir das morgen noch ein bisschen weiter spielen? So ein bisschen? Können wir mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Wir müssen jetzt eh zum Ende kommen. Ich mach noch einen auf Heal. Nee. Nein. Auf. Auf? Auf Sammeln, komm. Das Spiel heißt Summoner. Machen wir es Sammeln, oder? Gut. Alles klar, Punkte vergeben. Accept Change, yes. Okay, ich save hier an der Stelle ab. Ihr seid alle Zeuge, wie ich hier abspeichere. So, und abgespeichert. Ich guck mal, wie weit ich da jetzt noch komme, ob da noch großartig was kommt in der Demo. Und dann werden wir gegebenenfalls morgen nochmal einen Blick reinwerfen. Ansonsten, wenn ihr die Demo selber spielen wollt, findet ihr sie bei uns im Download-Bereich. Und wenn ihr Fragen zu der Demo habt oder Meinungen, dann könnt ihr mir dem Hannes oder mir schreiben. Der Gamesflash am 5. März. Neuer Myst-Klon. Zu dem Adventure Schism sind 2 neue Movies rausgekommen, aber erinnert so ziemlich alles an das damalige Erfolgsspiel Myst. In einer 3D gerenderten Landschaft müsst ihr herumlaufen und diverse Rätsel lösen. Die beiden Schism-Movies sind 55 und 35 MB groß und sind alleine schon der Grafik wegen den Download wert. Mehr zur Story des Spiels erfahrt ihr im PC-Bereich. Das Xbox-Geheimnis. Bill Gates wird sich auf der Tokyo Game Show erneut zur Xbox äußern. Genauer gesagt, am 30. März um 13 Uhr möchte der Microsoft-Boss ein Geheimnis lüften. Jetzt kursieren natürlich schon die wildesten Spekulationen im Netz. Gibt es etwa Probleme mit der Wunderkonsole? Mehr Infos dazu bei uns im Konsolenbereich. Summoner jetzt für PC. Nachdem wir vergangene Woche bei Giga einen Blick auf Summoner für die PS2 geworfen haben, können sich die PC-Besitzer unter euch jetzt auch ein Bild vom Spiel machen und die Demo antesten. Als Hauptcharakter Joseph müsst ihr dann finstere Kreaturen und bösartige Dämonen beschwören und euer Dorf vor einer anrückenden Horde Orks schützen. Leider läuft die Summoner-Demo nur in 640x480. Die gute Story und die gelungene Grafik sind aber eine gute Entschädigung. Der Download ist 63 MB groß und ihr findet ihn bei uns auf der Seite. Außerdem die neue Air Command Demo, die Gerüchteküche um Jedi Knight 2 und Giants für PS2. Das alles und mehr auf giga.de. Tony Hawk's Pro Skater 2, die zweite Runde zockt unsere Jungs hier. Gerade eben hat der Etienne gewonnen, Gelle. Da steht 46.376 Punkte. Fast das Vierfache. Ja, gegen 111.300. 111 vor allem. War es nicht doch 11? So. Nein, nie wie 11, es waren schon 10.000. Es geht los. Yippie. Gerade eben noch Fußball gespielt hier. Wieder kein Manual geschafft, das kann doch einfach nicht sein. Nein. Schaffst du die 10.000 diesmal wieder? Ja, noch. Bestimmt. Du musst dich steigern auf 15.000. Oh Gott, also. Nee, das schaffe ich nicht. Ich bin heute einfach nicht richtig fett drauf. Ich ja, normalerweise nicht so. Ich machst du ja immer die hohen Punkte, heute nicht, gell? Ja, das ist, ich bin heute so oldschool, ich kann es einfach nicht. Ich, das ist alles. Ich bin heute nicht fett drauf, ich bin heute so oldschool, boah, das ist so cool. Was denn heute für ein Scheiß lab? Echt? Yo. Hier kann man ja auch irgendwie den Hubschrauber zum Abheben bringen. Michi, wie ging das nochmal? Du musst dir das Rotorblatt lang grinden. Sag ich doch. Hättest du dem Checker zu erst mal hinkommen. Das will ich aber auch noch sehen. Vielleicht schaffst du das ja noch. Boah.
Definiere gleich linke Sprungschanze. Der kann ja nicht mal grinden. Das ist ja grinden. Das ist ja echt. Komm doch mal her, Micha. Zeig uns das mal. Das war jetzt ein Hangtime. Was hast du genau vor? Wieso habe ich auch Xavier? Nein, ich will irgendwie ich den Hubschrauber abheben lassen. Hör, bumm. Beim nächsten Mal will ich den Micha zocken sehen. Ich will das sehen, wie der Hubschrauber abhebt. Ich zeig das dir mal. Warte mal, ich fahr mal hin. Ja, kannst du. Aber ich hab grad einen Schreck gekriegt. Ich hab grad gedacht, der Hannes hat 29.000. Aber dann hab ich nochmal hingeguckt und hab gesehen, es sind ja nur 2.900. So, jetzt Achtung, musst du hinschauen. Ich schaff das noch, ich schaff das noch. Ich habe genug Zeit. Ich habe ja keine Herausforderung. Nein! Fast! So, jetzt. Nein! Oh. Du bist ruhig da hinten. Hey, ich hab fast das Zehnfache, das Zehntel von. Mann, schlecht, schlechter als vorhin, Hannes. Oh, es ist ja, fünf. Tut mir leid, aber ich habe mich um den Hubschrauber gekümmert. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber. Zwei, eins. Ja, ich grinde. Es ist vorbei. Hannes, ich habe auch versucht, den Hubschrauber abheben zu lassen. 32.547 zu 3.330. Aber so eine synchrone Summe kriegst du nicht hin. Verdoppelt es mal, nimm die Null weg, ja, und ich bin teuflisch gut. Sechs. Ja, man braucht. Man muss sich an allem hochziehen, auch wenn es einfach nur eine bescheuerte Scorezahl ist, Hannes. So, ihr seid hier. Morgen wird ja Tennis. Genau, du hast wieder zwei Siege mehr auf der. Jetzt hast du drei, nämlich hat vier, ne? Stimmt das? Echt? Hat er vier? Der hat schon vier Punkte. Vier Siege auf jeden Fall. Das macht gar nichts, weil der Arsch mit Ohren bleibt, wo er hingehört. Das wollen wir noch sehen. Ihr sollt mich mal kräftig voten. Morgen gibt es Virtual Tennis.